Random Gewitter weiß ich gar nicht. Glaub nicht. Ich glaube momentan, wenn man keinen Redux drauf hat, dann schneit es eh nur, wenn sich das Wetter wechselt. Entweder es schneit oder es schneit nicht. Bei mir ist es ja durch Redux ein bisschen anders vom Wetter momentan. Yo, Jason. Ja, komm, wir machen Du, mal besser habt ihr Platz, ey. irgendjemanden Ja, komm, wir verprügelt? machen Platz. Wen haben wir? Wen? Was ist Jason? Habt ihr irgendjemanden verprügelt? Nee, warum? Sugar rief mich gerade an. Irgendjemand Was wurde auf geht? der Straße verprügelt von mehreren Geht schwarzen ab. Autos? Nö. Nicht, dass wir die Cops gleich hier stehen haben, ne? Ja, ist fertig. Egal, wir haben nichts gemacht. Alles klar, gut. Jo. Jo, Jamar, fertig? Ständig. Ja, aber ist fertig. Goofy, komm mit! Warte, ich hinterher. hol hier 50 raus. Nee, Ich hab schon steig hier 50 ein! verspult. Da stehen zu viele Autos, Mann. Ja, okay, dann muss ich mein Auto hier stehen lassen. Ja. Boah. Ich wollte eigentlich nur mal kurz vorbeigucken. Ja, egal, da kann dich jeder. Hier fahren ganze Zeit welche runter. Kannst immer überall einsteigen bei einem Fahrer. Okay. Was machen wir da jetzt genau, Mann? Also ich fahre momentan immer von dem Tee aus hierher und Jamar verkauft das. Aber Curtis und Jordi und so, die sind auch alle da und chillen da ab. Okay. Wo warst du die letzten Tage, Giffy? Boah, ich hatte nie Lust von der Couch aufzustehen irgendwie. Ich hab dich nur einmal kurz im Krankenhaus gesehen, Alter. Ja, da hast du nicht mit mir geredet, du Ja, Penner. Alter, da steckt dir noch eine Kugel bei mir im Knie, du Penner. Hättest mir wenigstens mal zulächeln können oder so. Ja, habe ich doch. Ich habe gesagt, Giffy, was machst du hier? Hast gesagt, Nein, ich hast du muss mir gar ein nicht. Pflaster holen. Lügst du aber. Nee? So. Wahrheit, der Junge. Aber da kommen so viele coole Serien auf den Cartoon Channel, deswegen bleibe ich immer auf der Couch und guck die. Dich hat's ja so auch erwischt, Mann. Ja. Die Curtis hat mir gestern schon erzählt, dass ihr alle, beziehungsweise fast alle, eine Schusswunde habt. Auf jeden Mann, da kamen irgendwie 9 Leute oder so, aber wir haben die ziemlich platt gemacht, aber hat es uns halt auch erwischt. Weil die hatten einen oder so, der war da oben auf dem Dach, Mann, und der hat, glaube ich, gut viele von uns erwischt. Wer das war, Mann. Jo, wissen wir. Haben alle Namen davon und so, Mann. Weil ein von denen, der da niedergeschossen wurde, wir haben ja noch während der Schießerei Leute angerufen. Die haben den mit dem Defi reanimiert und haben den dann mitgenommen und dann konnten wir den noch befragen und so einen Scheiß, weißt du? Ja, war ziemlich gut. Und mal noch mal ein bisschen rechnen, Mann, oder? Jo. Boah, hier stehen viele Autos. So. Da oben sind die Jungs alle.
Sehr wichtiges. Alles, was ich ausgesagt habe, steht in meiner Akte. Tschüss. Wen hast du angerufen, Alter? Bender. Ach stimmt, der wollte ja Rückmeldung von dir oder so ein Scheiß, ne? Ja. Vielleicht lässt du das Telefon noch 10 Jahre bimmeln, Alter, ey. What the fuck, man? Wer denn? Luna, Mann. Hey, was geht? Geh halt ran und geht fragen, was sie von dir möchte. Nein, sie geht nicht ran, Mann. Ich ruf sie gerade an, Junge. Alles fit bei euch? Klar, wie viele Autos stehen denn selber, Mann? Klar, Mann. Ding an hier mit Trieb hier. Jo. Sich auch erwischt, oder wie, Mann? Ne, Alter. Gar nicht, Mann. Edel. Komm ich gleich hier hoch, da? Ach, der Edel ist auch noch da. Hey, geht, Giffy. Ah, siehst du, hier kommst du drauf. Alles gut. Grüßt euch, Brüder. Boah, Edel, du alten Porno-Darsteller. Hey, Mann. Das geht, behind, grüß dich. Alles cool. Schicke Frisur hast du da. Hast du mal deinen Haaren gemacht, ey, ihr seht? Gut aus. Ein bisschen nach hinten geht, mit Pomade. Bin ich mein neues Bärtle, Alter, hab ich jetzt mal nach unten zwirbelt. Nee, der Mann steht hier. Oh, Chico, Alter, Chico! Ey, der Como ist das? Mein Name ist Pablo Emilio Escobar. Ich hab deine Schwester. Deine Schwester. Nee, hab ich nicht, Alter. Edelbar, Mann, nicht Escobar, Mann, Junge. Chill mal. Spätzlebar, Alter. Pablo Edelbar, Mann. Emilio, Alter, schau, ein schöner Emilio. Name. Emilio. Hat was der Name? Ich schwör, der Friseur hat sich in mich verliebt, Alter. Meinst du? Ja. Hat er dir die Ohrläppchen massiert? Kann ich dir heute wiederkommen? Alter, was willst du? Ich dachte, wenn du mir Strähnler machen kannst, dann ja. Paris, du bist aber auch ganz schön schick, du. Ja, leck Junge, mir am Arsch, der Winter ist gekommen, der Winter ist gekommen, ja, ja. Rollkragepulli, du. Nein, da ist nur ein Pullover, Alter, deswegen habe ich einen Schal an, Mann. Damit man den Rollkragen nicht sieht. Fuck, Alter. Ha, ich verstehe dich, Mann. Giffy, du Pisser. Aber wirklich jetzt, Giffy, Alter. Ich leg mich jetzt noch mal eine halbe Stunde, bis Stunde mal ein bisschen aufs Ohr, Mann, und mich wieder am Start. Was? Was? Alles klar, Mann. Ah, ein kleines Nickerchen, ne? Okay, hau rein, Therese. Das ist mein verspäteter Mittagsschlaf, Mann. Ja. Mach's gut. Hau rein. Bis gleich. Was läuft der da hinten auf und ab? Jetzt glaube ich seine Beinmuskulatur. Der knackige Po. Hör mal, haben die euch gestern auch eigentlich gefragt, wer alles in der Werkstatt drin stand? Wer in der Werkstatt drin stand? Ja. Ja, ja. Was hast du gesagt? Boah, wer halt da drin war, ne? Hier, Jamal, ich, wer war da noch drin? Carlos? Hast du mich erwähnt? Ne, bei dir sagte ich, dass ich dich erst wiedergesehen habe, als ich reanimiert wurde. Fuck, Mann. Carlos? Hab ich dir gestern schon gesagt, Mann, Alter, ich hab nicht gesagt, dass du... Ich weiß, du warst ja... Ja, warum hast du nicht einfach die Wahrheit gesagt, Mann, Alter? Ich raff's nicht. Ich raff's einfach nicht. Was denn? Guck mal, wenn wir jetzt alle... Weil ich dem richtig ans Bein pissen will, Mann.
Ja, aber ey, Digga, wenn du jetzt sagst, Mann, Alter, hast dich da oben. Du hast doch gesagt gestern, du hast dich da oben versteckt irgendwo. Ja, ich war aber zuvor bei euch unten gestanden, wo wir das Auto lackiert haben. Ja, scheiße, ne? Ja, okay, das stimmt auch eigentlich, ne? War das nicht so? Nee. Nein! Das stimmt nicht, Alter. Warum machst du das? Du hast doch noch zu mir während der Schießerei gesagt, ruf Shorty an. Da war der doch noch gar nicht da, oder nicht? Digga, das Einzige, was wir verändert haben, war, dass Curtis rausgefahren ist mit seinem Auto und dann haben die erst angefangen zu ballern. Das haben wir alle verändert, Mann, Alter. Das hab ich auch gesagt. Ja gut, ich bin RIP, Alter. Ja, das ist scheiße, Mann, Digga. Was hat Tyrese denn gesagt? War der von Anfang an dabei oder hat der gesagt, er ist später dazu gekommen? Ich weiß es nicht. Nee, Tyrese meinte, Alter, der ist später erst gekommen. Also ich habe gesagt, dass halt Carlos in der Halle war, Jamar, ich, Carlos, Jamar und ich. Und hier bei JFK war ich mir nicht sicher, sagte ich. War ich JFK drin? Ich habe Namen gesagt. Ich habe so 3-4 Namen gesagt und dann habe ich noch gesagt, dass ich Craig, mich nicht mehr dran erinnern kann, weil es so krass halt war mit der Ballerei. Craig war ja auch noch dabei, wegen seinem Auto. Das ist natürlich Mist, Alter, weil wir lagen ja alle auf dem Boden, Alter, das hättest du verbinden können, aber so jetzt nicht mehr, Alter. Ja, ich hab auch gesagt, als ich das beruhigt hat, bin ich wieder runter. Und ich hab dich dann mit dem Defi reanimiert. Und das dann wollte er auch wissen, wo du lagst. Und das habe ich auch gesagt, so wie du lagst. Im Ort. Ja, was machst du heute noch? Machen wir heute noch? Heute? Hat irgendjemand auf? Nee, Mann, heute nicht. Morgen, oder? Chiller, oder? Ich versuch nur mal die Luna anzurufen, aber die geht nicht ran, Mann. Nee. Oh, ich bin heute im Porsche-Probe gefahren, ey. Ja, wie war's? Geil, Alter. Yo, was geht? Hi, Sauti. Geht, man, Sauti? Hey. Peace. Sauti. Nicht an selber. Baba, Curtis. Da ist mein Finger. Ja, schön. Ja. Fuck, man, weißt du jetzt schon alles wegen der Schießerei bei Bernice und so? Ja, so halbwegs, ne? Das ist ja, mir gestern die kamen, halt erzählt wir haben die kaputt geschossen, die haben uns kaputt geschossen. Die sind geflüchtet mit, weiß ich nicht, einer hat da überlebt oder so. Ja, genau, die Autos standen wohl noch da vor dem Benny, ist dann Bullen, United bla bla. United hat aber einen von denen aufgummeln, den entführt, der hat uns alle Namen gegeben, die bei dem Überfall dabei waren. Wir haben den Typ, der uns alle Namen gedruckt hat, am Leben gelassen, um den da rein zu schleusen. Wir haben jetzt rausbekommen, dass der uns gesnitcht hat, Sticky hat das Cooper gedruckt. Der ist tot, bei dem ist egal. Wir haben denen jetzt gesagt, dass wir jede Woche 30.000 von denen bekommen. Weil der jetzt Bennys ausfällt und wir nicht arbeiten können. Ja, das hast du ja gestern gehabt, die Idee. Ja, und das bequatscht der jetzt mit seinem Pedo-Freund da, der Sticklos, ja, Alter. Steht da. Dann kriegen wir Bescheid. Okay. Das wäre jetzt so schnell fast. Und das ist wirklich ein Cannabis-Mafia, die Arbeitung läuft für Jamal mit. Ja, schon. Ja, Frank, gestern auch sagen, wer alles in der Halle stand, Mann. Ja, ich hab gesagt, ich glaube Carlos Cooper, ich habe auch dich genannt. Okay, sehr gut. Weil du davor gesagt hast, du wirst sagen, dass du dich oben ins Büro hingegeben hast und bla bla bla. Genau. Ja, sauber. Na, dann passt das, Alter. Dann hast du schon. Immerhin einer, Alter. Ja, ich hoffe, dass Craig auch noch gesagt hat. Ja. Große Party hier. Ja. Böse Mann, Alter. Und dann fahren wir kurz mit den zwei Kerle rüber. Okay. Markieren die. Überleg dir schon mal, wie sie haben willst. Ja, okay, alles klar. Was sagt der nicht zu meinem mattgrünen Allergy, Alter? Ach, wer von euch Pässern hat schon wieder lackiert, Alter? Ich hab 100.000 auf dem Konto gelassen und da fehlt schon wieder Kohle. Der Frankie, ich hab lackiert, aber war noch keiner da, der mir abgezogen hat. Der Frankie ist jetzt da, ich würde die Kerle geschwind lackieren, okay? Eine nur oder vier? Nee, ich mache jetzt erstmal zwei und wenn dann mal die Zeit noch langt, dann mache ich die anderen. Okay.
Ich würde sagen, Bescheid pass auf bei Bennys, aber die trauen sich nichts zu tun, glaube ich. Die weil wenn die was machen, Alter, dann ist Ende. Ja wenn sich irgendwas, wenn was Unauffälliges oder so, melde ich mich sofort. Alter Edel, hast du ein Foto von einem super dreckigen Auto da reingepackt und willst es für 11.500 verkaufen? So ein guter Preis. Ja, hast du nicht gemacht. Du hättest es doch vorher sauber machen können, Mann. Aber spontan ist besser, außerdem... Er hat da halt echt so gemacht, Alter. Und ein kaputter Scheinwerfer. Also ich komm gleich wieder. Herrlich. Erstmal sonst, wie sieht's denn aus mit den Bewerbungen um Bennys? Was sagst du? Wie sieht's denn aus mit den Bewerbungen um Bennys? Hast du das? Ja, ich hab schon ein paar durchgelesen, aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Du weißt auch schon, dass gestern hier der Dennis und so angefragt haben. Wer? Dennis und Liz. Was? Ja, was? Die wollen das. Aber das pass auf. Noch nicht erzählt? Die wollen das. Nee, Mann, abkaufen. Weil es total Schwachsinn ist, Mann. Ja, gestern was? Abend, die, Alter? Wo als du noch beim PD drin warst, dann hat Jamar oder Coop, ich weiß nicht wer, wollte sich mit Dennis treffen. Beziehungsweise Dennis mit uns. Und dann hat er gesagt: Du willst ja, jetzt von den Typen, wo wir den Namen ja haben wollten. Die wollen Bennys. Sind die irre? Ja. Die sind tot. Und dann hat die gesagt: Ja, wir wollen Bennys aufkaufen. Dennis und Liz. Dann habe ich gesagt: Ja, aber die, ja, Dennis sagte, das ging ja alles über Frank und von denen haben die sich jetzt abgestoßen und so, weil nichts mit dem zu tun haben. Die haben ihn gefeuert? Die haben nichts mehr mit dem zu tun, der ist da, glaube ich, nicht mehr der Frank. Die haben keinen Bock mehr auf die Nordwerkstatt, so wie ich das verstanden habe. Ich hatte ja ganz ehrlich vor einer Woche noch gedacht, ne? Ich glaube, ich gebe Dennis echt an die Nordwerkstatt, so. Aber die können sich ficken gehen. Wer ist da noch alles bei den Bewerbern? Jemand, den wir kennen, Mann? Ja, der Robert hier und so. Ja, und Robert Schneeflocke und Josie. Das ist doch cool, Mann. Oder nicht? Ja, Digga, warte mal. Wenn wir das Bennys abgeben, dann können wir doch die Schulden auch abgeben, Alter. Der Truck ist ja auch noch da mit dabei, der Tieflader. Eigentlich schon, ja. Na, ich habe Schneeflocke auf jeden Fall gestern schon ein bisschen was von diesem Schutzgeld und so. Also er hat von sich aus gesagt, es wäre cool, wenn wir ihm da Schutz bieten würden, wenn das halt weiterhin mit Seekers und so ist, ne? Guck mal, da kommt er auch gerade. Und dann habe ich gesagt, jo, an sich kein Ding, wenn die das kriegen würden, aber dann halt eben Schutzgeld. Ne? Okay. Was? Schutzgeld? Zu was Liz heißt? Und so? Na, Schneeflocke hatte doch angefragt mit Robert und so weiter und so fort. Und dann haben sie mich auch gefragt, wie es aussieht mit Sicherheit und so, wenn das mit Seekers weitergehen sollte. Ja, mit schon 27 Stunden weggebracht. Ja, wenn. Das, nein, nein, pass wenn auf. Das Ding ist, dass mit dem Seekers-Deal mit der Nordwerkstatt ist wahrscheinlich geplatzt jetzt. Die haben die Kohle gar nicht mal dafür, die zu bezahlen, zu helfen. Weil wir uns die Kohle jetzt von denen holen. Das Gute ist, dass Liz uns gesagt hat, dass die die Kohle noch nicht angenommen haben. Also haben die Geld. Und wir bekommen das jetzt jede Woche 30.000 von denen. Bis wir sagen, nicht mehr. Naja, aber du wolltest ja auch Schutzgeld von dem Nachbesitzer von Bennys. Ja, ist kein Schutzgeld, ist eher so eine Art Teilhaberschaft nur. Stille Teilhaberschaft. Der Basti hat mir gestern gedroppt, dass die keine Kohle haben, Mann, ne? Die Pisser. Welcher Basti? Der Mit-CEO, Mann, Alter, von Seekers. Ja. Du redest voll laut, Carlos. Kannst ein bisschen leiser sprechen. Okay, aber vielleicht weiß der Basti ja auch nicht, wo die ihre Kohle haben. Nein, nein, das. Man denkt doch mal nach. Dieser Scheiß, wie heißt der Hurenbock von dem Blechding da? Elden und Karim oder wie die heißen. Die Huren bekamen wahrscheinlich Kohle. Plus den Seekers Pleb. Typ da, den Pedo. Plus den Stiglos. Die legen nur alle zusammen, Alter. Die brauchen ja auch nicht viel, ne? Wenn die 5, 6 Mann sind, so hier da 50, 60.000. Das können die jetzt an uns abdrücken, weil wir Bernie zur Zeit geschlossen haben, weil wir alle verletzt sind. Aua, aua. Ich hab gerade gesagt, Carlos, ne? Guck dich mal um, Alter. Diese verkackte Cannabis-Mafia. Was das hier für ein Netzwerk ist, ne? Wir haben... Guck dir unser Netzwerk hier an, Alter. Mit Jason, so krass, und alles, mit der Cannabis-Mafia und so. Und was haben die? Was haben die außer Modenshows und irgendwelche Pornofilmchen oder was? Ach, vor denen braucht man keine Angst. Darf ich mal ganz kurz was sagen? Jo.
Tyrone ist Salzmeister und die fahren auch ziemlich oft nachts. Überleg mal, TJ und ich, wir ich alleine konnten ja schon mal, wir konnten 135.000 in Bennys investieren, ne? Und wenn die 4-5 Mann sind, dann können die locker 200.000-300.000 investieren. Ja, die haben die Kohle. Weil die alle Meister sind. Okay, jetzt geknallt. Aber da hinten irgendwo. Lebester. Da hinten ist das Ölfeld. Da vorne sind die Salzfreaks. Also ich weiß nicht, ob ich was mit den Augen habt, ne? Aber könnt ihr mir das mal bestätigen, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Autos stehen? Ja klar, ja, so das sind nicht alle Autos, mehr. Ne? Ja gut, ich dachte, ich hätte noch hier stehen noch Augen. Privatautos, hier sind noch Autos unterwegs und so weiter und so fort. Aber sind viele Autos unterwegs. Ich kann euch noch zeigen, wo das Labor von Salz ist, ne? Wo die das Meth machen. Das ist am Kräuterfeld. Ja. Ist die Apotheke nicht bei uns in der Nähe? Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich weiß, wo der Verarbeiter ist. Keine Ahnung. Es gibt zwei Verarbeiter bei uns in der Nähe vom Kräuterfeld. Ja gut, aber wo die Apotheke da bei uns in der Nähe ist, das kriegt man easy raus. Das kriegt man nachts raus, die fahren nämlich nachts das Zeug. Ja, ist das eine öffentliche Apotheke? Weil da ist die eine Straße weiter bei diesem komischen Taco-Laden da an der Ecke. Keine Ahnung, ob das... Aber... Ich hab da mal ein paar Alkohol gesehen, aber... Da ist auf jeden Fall eine. Aber ob die das ist, keine Ahnung. Direkt auf dem Platz da, wo der Taco-Laden ist. Alter. Die besorgen die Kohle auf jeden Fall. Und wenn die das nicht geben... Ich habe einen Masterplan für beide Optionen. Hm. Wenn die zahlen, dann habe ich einen Plan und wenn die nicht zahlen, habe ich auch einen Plan. Außerdem haben die nur eine Ratte. Und checken das nicht mal. Alter. Das ausstellen wir jetzt alle ins Cannabis-Geschäft ein, oder wie? Natürlich, Junge. Ihr werdet alle von uns gepusht. Wir machen jetzt eine riesengroße Organisation hier. Endlich. Ja? Hey. Was haltet ihr davon, wenn wir einen Bänder umlegen? Kufa? Bänder? Wieso denn das? Kufa? Wo möchtest du den Stärker mal töten? Charlie fragt, ob Digga, wir den Werkzeugkasten haben. Digga, was der mit mir gestern darf? In der Zelle wo gemacht seine hat, seine Alter. Arbeit das hat... macht, hol den Schwung, Scholli. Warum hast du das für Arbeit? Ja, der Auto. Der hat mich da reingesteckt und hat mich da... Ja, darfst du ihn sagen, haben? Alter? Ja. Der wollte mich weichklopfen, dass ich Zeugs erzähle und hat... Ja, weil der dachte, du bist das schwächste Glied mit Jamma. Ja, du kannst ihn haben. Du kannst ihn haben. Wenn nicht, dann mache ich es alleine, Alter. Mir ist scheißegal. Bist du doch kein Staatsanwalt umbringen. So kann ich nicht. Der ist auch nur ein Mensch, Mann. Überleg mal, das ist ein verfickter Staatsanwalt, was du da redest, Schuldi. Bist du irre? Wenn es danach geht, müssten wir auch Lenten schon alle niederstrecken, die jemals in den Knast gesteckt haben. Das macht ja keinen Sinn. Wenn ich wegen dem in den Bunker komme, ist der fällig, Alter. Kommst du nicht. Du kannst keinen Staatsmenschen umbringen. Alter, geht nicht, Mann. Alter, böse, Mann. Wieso? Hat er eine besondere Weste an? Nein, hey, hat Digga, er nicht. Bullen, weißt du, was jagen, dann los ist, wenn du einen Staatsanwalt umbringst? Dann ja, dann komm ich halt nochmal in den Knast. Aber du ja. Bist weg, Mann, mir scheißegal. Aber für immer, dann bist du weg, für immer. Hast du nicht den Batman-Film gesehen, Mann, Alter? Wie er dann voll ausgerastet ist, Mann? Da ist ein Krankenhaus explodiert dann, Mann. Klatsche noch irgendwann um, Alter, wenn es mit dem Baseballschläger sein muss. Du bist doch nur sauer, weil er seine Arbeit gut gemacht hat. Aber wieso sagst du sowieso im Knast? Ich dachte, ihr hattet alle nur Anhörungen bzw. Aussagen. Ja, Mann, wir haben Aussage gemacht. Dann hat er mich in die Zelle gezogen und hat gesagt, so von wegen, du hast was komplett anderes erzählt als alle anderen und so, jetzt hau mal raus und so. Ich war da fast eine Stunde mit ihm drin in der Zelle, Mann. Jo, gute Taktik, würde ich sagen, oder? Ja. Der Hurenbock, Alter, ich fick den noch. Naja, also ich finde das schon ziemlich schlau, einfach irgendwie da reinzustecken und Scheiße zu labern. Natürlich ist das nervig. Aber. Ja. Der Greif fing bei mir wieder an, so, ja, was kostet denn eigentlich ihr Auto und sowas? Ich da so, Alter. Sag 80.000. So günstig. Aber der hatte, naja, glaube ich, auch keinen Bock mehr. Der hat, wie viele Leute musste der verhören, Mann?
Uns alle fast, oder? Nee, wenn es halt wirklich so ist, wie ich das gesagt habe, dass die einfach weg waren und bla bla Sülz, dann steht es sowieso gut für uns und scheiße für die. Dann weißt du, was das Ding ist, Shorty? Ja. Dass der dich so weit getübelt hat, dass du deine eigene Aussage, die du getätigt hast, nicht mehr glaubst. Und das war eine verdammt gute Arbeit von dem. Musst du dem lassen. Du bist jetzt sauer. Mach's beim nächsten Mal einfach besser. Der wollte, dass ich raushau, okay, ja, das war doch anders. Das war so, wie die anderen gesagt haben. Das wollte er von mir hören. Das habe ich aber nicht gesagt, Mann. Ich bin bei meiner. Der hat mich so oft gefragt. Ich habe, glaube ich, dem 6 oder 7 Mal gesagt, guck in die Akte, da steht's drin, was ich gesagt habe, Mann. Der hat mich so genervt. Der Psychomantis, Junge. Außerdem merkst du gerade den Nachhall, Mann. Du bist immer noch voll stinkig auf den Mann, Alter. Immer nur sauer. What the fuck? Denn das bedeutet, dass er seinen Job gut gemacht hat, Mann. Ja, Mann. Überlegt mal, wie stinkig das PD war wegen Fox, als er ständig wegen uns dahin kam. Und uns jedes Mal rausgeholt hat. Ja, aber der Fox hat auch nachgelassen, ne? Ich weiß, ich habe ewig nichts mehr mit dem zu tun gehabt. Er hat doch auch keine Aufträge, ja, außer Bürger. Irgendwelche Unternehmen zu unterstützen mit Papier, was er da aufsetzt, Alter. Ich glaube, der Fox hat einfach im Moment nicht so viel zu tun, ne? Ja, wo eben. Sag ich ja. Und deswegen kann es gut sein, dass er da nachlässt. Oh, dieser Husten, Mann, ich... Wenn ihm langweilig ist oder was auch immer. Den hast du aus der Zelle, Shorty. Ja, genauso lästig wie der Bender, der fucking Husten, Alter. Oh shit, Mann. Wart ihr bei der Nachuntersuchung heute im Krankenhaus, wo angeschossen wurde? Keine Medics da, Mann. Ich war da, die Kahn kam kurz. Keine Medics da. Aber die wechseln nur Dings, Verband und so. Und gucken, ob das halt. Ich wollte trotzdem hin, Mann. Ich soll in 3 Tagen Fäden ziehen gehen, Mann. Ja, Curtis, verrätst du uns nochmal den Plan bezüglich Zahlung Seekers? Das, wenn sie zahlen und das, wenn sie nicht zahlen? Boah, das würde ich ungern jetzt machen. Ja, oder später. Irgendwann. Was machst du denn? Nee. Hast du Hummeln im Arsch? Nein, ich wutsche mal weg hier. Hey, schub mich nicht. Ich kann nur sagen, vertraut mir bitte. Immer, Mann, immer. Naja, sicher. Wo bleibt eigentlich Jeff? Winterschlaf. Der weiß nur gar nichts davon, ne? Der nur wie Joachim. Immer wenn ich nach Hause komme, pern der schon. Mit Schnuller im Mund. Und der war doch auch, Mann. Ja, halt der Mo. Aber der macht ja morgen Party, ne? Ja. Oje. Der macht ja morgen wieder den DJ, Alter. Da passiert bestimmt was in Bahamas, Samstag, Alter. Was soll denn da passieren, Alter? Morgen. Vielleicht stirbt so ein Bender, Mann. Man weiß es nicht. Ganz ehrlich, du kannst machen, was du willst, aber einen Staatsanwalt zu töten oder anzuschießen, dann können wir uns verpissen von dir. Von der Insel. Vor allem hast du es schwer, Mann. Wenn die Täterbeschreibung machen, ja ungefähr 1,55, Mann. Da gibt's hier nicht so viele. Boah, du verfickter Wichser, Alter. Ich krieg dich gleich hier vom Dach, Mann. Shorty, der Scheiße. Ich hab den angeschossen. Oh, shit. Dann sag ich, es war Felix, Mann. Dann siehst du den Shorty wegfahren im Allergy. Der kann nicht mehr über das Lenkrad gucken. So, so die Hände oben dran. Das wird so kacke, ey. Du kannst keinen von dem Staatsapparat wegmachen, Alter. Außer wenn er richtig böses Zeug macht. Wer weiß, was immer gut ist später. Ich würde ja echt gern wissen, ne? Sticky sagt ja, der Domov hat uns eh gesnitcht. So, was war das? Ja, und das Domov hat gesnitcht? Ich hätte nachhaken sollen, Alter. Sticky hat dem Cooper gedroppt, dass der Domov die verwaltet hat, alle. Aha, aber an wen wisst ihr nicht? Und nee, was? Er hat nur gesagt, er sagte zu mir, Mann, das hätte eh alles gar nicht so weit kommen müssen, ihr Vollidioten. Die wollten zu uns hinkommen an den Abend, um uns zu sagen, dass der Domov die gesnitcht hat und wollten uns halt angeblich erzählen. Mit der Maske, ne? Ja. Yeah. Angeblich erzählen, dass die da investieren wollen. Kannst du viel machen, wenn der Domov tot ist. Wenn die einzigen Zeugen dafür tot sind, kannst du viel labern. Das ist Schwachsinn. Versuchen wir es irgendwie in den Arsch zu retten. Nur dummes Gelaber, dass wir ein bisschen Aggro runterbekommen von denen, Alter. Oder gegen die. Nö, wir fallen jetzt erstmal wirklich nicht auf. Das war nur gar nichts.
Ich finde dich echt scheiße, ne? Die anderen arbeiten alle und wir stehen hier oben. Sugar hatte eben irgendwie angerufen. Hier wurde irgendwo auf der Straße bei uns in der Nähe ein Typ von zwei schwarzen Autos zusammengeschlagen, ob wir das waren. Das war jemand. Der Band haben den Autos in Arme. Ja, die da ausgestiegen sind, Mann. Boah, ich glaube, der Scholli denkt gerade, dass der Berner das war. Es muss der Berner gewesen sein. Das kann nur der gewesen sein, Alter. Denke mal, Don Scholli, ne? Intelligenz ist stärker als Muskelkraft und Ohren knabbern. Und ich glaube, der Typ ja, hat Faustdick hinter den Ohren, Alter. Yep. Der ist Maschine, Alter. Ich habe sehr viel vor dem Kuga. Ja, das sage ich auch immer. Der tut ehrlich, immer Alter. Super nett, aber ich glaube, hinter diesem ganzen Nettsein hat er das richtig drauf. Der ist und wenn der irgendwann mal schief werden sollte, dann Halleluja. Also, ich glaube, der ist nicht zu unterschätzen, auch wenn er immer auf nett tut. Na hey, und die anderen wollen auch nicht. Der Greif und der Albrecht und... Wie heißt Greif und Albrecht so? Habe ich sowieso gefressen. Greif, wie heißt Alter, der so keine Emotionen hat, Alter. Das ist Greif. Das ist der Greif, Alter. Der hält immer dieselbe Tonlage, Mann. Und ein bisschen passiv-aggressiv ist, den würde ich jedes Mal in die Schnauze machen. Und nachdem das Auto rausgefahren ist, was haben sie dann gemacht? Nachdenken. Was ist dann passiert und was haben sie gesehen? Ja, egal wie verplant Albrecht erscheint, das ist schon ein Grund, warum der so lange beim PD ist. Mhm. Auch wenn der da echt, der kommt manchmal echt ein bisschen dumm rüber, aber... Der Albrecht ist voll scheiße, aber, Mann. Ich hab aber jetzt mal... Bei dieser ganzen ich auch, schon lange. Domov-Sache, wo wir verhört wurden und jetzt auch gestern und so, ne? Alle Cops waren immer da, nur der Manni war irgendwie nie da am Ermitteln oder sowas. Na, der Manni, ich glaube, der ist gerade voll undercover unterwegs, Mann. Der hat irgendwas am Laufen. Manni undercover? Ja, ich glaube. Wo will der denn undercover hin? Ich weiß nicht, was der tut, Alter, aber der ist irgendwas am Machen. Und ich glaube, ja, ich hoffe ja, nicht, dass das was mit uns zu tun hat. Das erkennt doch, jedermann. Wenn ich muss sich so einen langen Bart wachsen lassen und eine Brille aufsetzen, dann erkennt man den vielleicht. Alter, der Typ ist einschüchternd. So, wer weiß, ob der nicht schon ein Schäfern hat und spitzel dabei. Ey, Leute, Mann, ich fahr mal bei jemandem mit nach Hause, ne? Okay, geh ich mal. Wo rein? Boah, ich weiß nicht, Mann, ich bin Mode. Giffy muss seine Socken waschen morgen wahrscheinlich. Ja. Hast du bist ja kein Volk mehr. Oh wow, wieso das nicht? Weil du nie rauskommst zum Spielen, du Hurenbock. Weil du mich auch nicht einlädst zum Spielen, du. Doch. Du Pörner. Bist du mal herzlich willkommen. Du hast gesagt, ich darf nicht mehr zu dir spielen kommen, weil ich den Teppich dreckig gemacht habe. Ja, weil die Mama gesagt hat, deine Socken waren dreckig. Ja, das stimmt doch gar nicht. Doch. Nö. Doch. Deshalb hat meine Mama dich in den links Badewanne gelegt und nicht geduscht. Weil du ganz dreckig ein kleines schmutziges Kind bist. Dafür hast du keine Beweise, du Blöder. Du, was Geweise? Ich hab das gemacht. Hast du gar nicht. Du? Guck auf Pieper, hey. Du trägst ne Höschen. Ist der vom Hausdach gesprungen, Alter? Herzchen und Hose. Ja. Wo ist denn der? Der ist vom Dach gesprungen. Ach ne, das ist nur ein Unterdach. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach ja, waren die Bullen schon hier? So viele Leute wie hier sind? Nee, was wollen das? Du alles legal? Du, keine Ahnung. Apropos Unterhose, Alter. Ich weiß gar nicht, was für eine ich anhab, Mann. Lass deine Hose bitte an. Na. Hey, Party! Hey! Ihr Pisse. Oh Gott. Ja, Mann, ist richtig cool, kalt, Mann. Yeah! Lupperlupperlupperlu! Zack, das ist eine Hose aus. Ja, man's not hot. Asni. Ach ja, Getaumel macht mich irre, ey. Kennt ihr das? Ja, wenn die Glocken an die Oberschenkel knallen? Bitte? Hört bitte? Nee, nicht das Thema schon wieder, Carlos, Alter. Nee. Das find ich geil. Nee. Das ist geil. Nee, Ruhe. Was denn, also was denn? Deine, was denn deine, von deinen was haben die gesehen? Namen, sorry? Was hat Namen? Leon und Tinkerbell. Wer denn? Die da. Naja, Bim so. Und Bo, Mann. Den Bubs. Bu und Fahrer, diese Handpuppen, kennst du die? Nicht? Ja, Mann. Die Wangeln. Den Handpuppenfahrer. Honey und Nanny, yo. Honey und Nanny. Ja. Oder Ernie und Bert. Oder so. Bibo und Elmo.
Keine Ahnung. Bernie Beavis und Butthead. Was gibt's noch? Cat and Dog. Erdnussbutter und Milch. Helene Fischer und Bim und Bo, Mann. Wie heißt die andere? Was zum Teufel tut der? Keine Ahnung. Dick und Wie, so oh, Butthead, man sieht doch voll die Schläuche, oder? Guck mal, er sieht aus wie so ein Huhn. Weißt du, kennt ihr diesen Gockel? Diesen ja, ich bin ein Huhn hier auf der Dachspitze. Baba! Der so im Wind sich dreht. Johnny und Kleid, Huren und Bock. Was? Nix. Also mein Dingelingdong heißt Peps. Und? Oh oh. Oh oh. Ist da oh, das sieht nicht gut aus, Alter. Alter. Oh, oh shit. Wow. Und Strecken! Oh, das ist bei der Wii auf jeden Fall Level 9000. Alter, und da Aerobic. Unten, genau. Und drehen. Und Kopfschmerzen. Hast du davon? Muss mal kurz Baby machen. Viel Spaß. Ich fahr Jamar mal kurz besuchen. Arbeit, Arbeit, Charlie. Das jetzt los? Ja. Mal eine Wasserflasche für mich. Ne, deswegen fahre ich eigentlich auch los, weil mein Auto da unten steht. Boah, scheiße, das wird knapp. Soll ich Vollgas geben, Goofy, oder was? Ja, Mann, ich habe überall einen trockenen Mund, Mann. Los. Soll ich dir im Mund spucken? Nee, Mann, das wäre eklig. Quatsch, wieso wäre das denn eklig? Kann ich mir nicht selber in den Mund spucken, wenn ich hochspucke und das wieder auffange? Ja, so gesehen schon. Aber wenn du jetzt hochspuckst, dann bleibt der am Dach kleben, glaube ich. Oh. Meinst du? Wir müssen schon abbiegen. Soll ich das mal probieren? Ich weiß, ist nicht mein Auto, gönn dir. Okay, hast recht. Klebt am Dach. Pass auf, nicht, dass in der Kurve hier auf deinen Kopf fällt, Alter. Ja, ich passe schon ein bisschen auf, Mann. Irgendwo ein altes T-Shirt oder so, womit ich das abwischen kann. Hast du denn im Auto was zu trinken? Ja. Krieg ich denn da unten eine Wasserflasche von dir? Ja. Ich habe aber nur den Wasser mit Geschmack. Boah, ist okay. Magst du Erdbeere? Ja. Du auch? Ich liebe Erdbeere. Ich habe auch ganz schön Durst, muss ich sagen, Alter. Wie lange kann ein Mensch ohne Wasser aushalten? Ich glaube 20 Minuten. Oh. Sag doch immer, den Trinken ist wichtiger als Essen, oder? Ja. Du hast Gemma. Warte, ich mach einmal auf. Hinterm Sitz, da kannst du dir was rausnehmen. Hinterm Sitz, okay. Dankeschön. Okay. Boah. Wär viel besser. Crack Designer. Jo. Ah. Naja, ich hau los, Mann. Man sieht sich. Wifi, hau rein. Bis morgen, jo, oder bis so. Bis morgen.
Und? Schau mal, wie viele haben wir schon? Warte. ...31 Touren in 1 Stunde und 10 Minuten. Hörst du? 31... Ach du Scheiße, ne? Ist das viel oder wenig? Viel? Alter. Guck mal, was schaffst du alleine sonst pro Stunde? 2-3 Touren? Nein, wenn du das... Also das Ding... Du Glück hast, 3 Touren. Ja, siehst du. Aber mir kommt das so vor, als wenn nur du fährst und der Baker und ja, jetzt gerade noch der Craig. Jetzt, ja, gerade sind nicht viele gefahren, aber ich fahre jetzt wieder. Alles klar, Mann. Ein Baker meint er, da fahren doch viele. Warte, schreibe ich dir gleich rein. Ich finde das Spotify-Ding da unten wieder, was?
Schott über Kamschott. Vogelfreie Ratten fischten direkt bis nach Bangkok. Bist du meinem Shotcaller ans Bein, leg ich eine Vulgata an deinen Grabstein. 31er machen auf Gangster von der Street. Bleib mal lieber bei deiner frischen Police, Nigga. An der Pornoschlange ist wirklich alles fake. Einfach mit etwas Glück sehen wir Luna dann im nächsten Take. Kunterbunter Haufen, Nigga. 50 Shades, ich bin der Sturm, den ihr erntet und das wisst ihr selbst. Wisst ihr selbst. Ja, ihr wisst es selbst. Ihr wisst es selbst. Ja, ihr wisst es selbst. Im Dschungel aufgewachsen, so wie Mowgli. Kriminelle Gegend, wo du jeden Tag den Tod siehst. 7x9er, Kredibilität ist teuer. Bitches wagen mich ohne zu, rauchen nach Feuer. Copycats fahren plötzlich Nightblades in schwarz. Zeittag-Nigger, trete dich vom Bike einfach aus Spaß. 719 Familie, wir treffen dich hart, Mann. Dabei fangen wir doch gerade erst einmal an, Mann. Sieben als neun. Diktatur im PD oder Krieg auf der Street. Meine Stadt ist ein kritisches Gebiet. Hier gibt es Viertel, die solltest du vermeiden. Brüder gehen für die Familie über Leichen. Auch wenn ich öfters mit Salty Stress hab, gib mir einen Grund und ich steche für die Schwester. Und meine Gang wird der Pate für all meine Kinder. Eure Liebe ist wie Gold, ich werd reich sein für immer. Ich werd reich sein für immer. Ich werd reich sein für immer. Reich sein für immer. Im Dschungel aufgewachsen, so wie Mowgli. Kriminelle Gegend, wo du jeden Tag den Tod siehst. 719er, Kredibilität ist teuer. Bitches fragen mich ohne zu, rauchen nach Feuer. Boah, Carlos, bist du laut. TV. Boah, Alter, wollt ihr mich alle rollen heute oder so, Mann? What the fuck? Du kriegst Krümmeltee! Du kriegst Krümmeltee! Du nicht! Aber du tust doppelt so viel, Mann! Du Spinner, Alter! Ja, das Monopol muss man ausnutzen, Mann! Unfassbar, Alter. Ich hab's nur mit Bekloppen zu tun. Und kleinen Leuten, Mann. Wo ist deine Cooper, Alter, schon angerufen? Nee, noch nicht. Und wie lange brauchen die darüber zu quatschen, Alter? Ja, Leute. Ja, seid ihr nicht ein bisschen der Meinung, dass wir bei Jama chillen sollten, wenn der so viel Kohle einstecken hat, Mann? Ja, komm, wir fahren mal zu Jama. Alles klar. Das ist mein Pferd Tony. Ja. Das auch irgendwo mit. Nimmst du mich mit, Sardi? Jo, steig ein. Ganzen Lichter, die da hinten leuchten von den Rücklichtern, ey.
Als ich da angekommen bin, dachte ich, guck nicht richtig. Wahnsinn. Aber noch nicht einmal Cops irgendwie lang gefahren oder so. Ja, verwundert mich auch. Oh Gott, das wäre dieses Auto. Ja, sonst meckern die ja so viele Autos. Also ich hätte auch gedacht... Was zur Hölle? Alter! Ah. Junge! Was war das bitte? Ich stand noch nicht mal auf der Straße, Mann. Ich stand auf diesem komischen Stehding hier. Standstreifen. Ich glaube, er wollte die Kurve halt ein bisschen schneller nehmen. Aber du fährst auch ohne Licht, da. Nee, ich hab Licht. Sieht man den nicht. Besser? Ja. Edel eigentlich noch ganze Zeit da beim Bennys am Lackieren oder was macht der? Anscheinend, weiß ich nicht. Kam etwas dazwischen, war es leider nicht erreichbar, bin gegen 22 Uhr da, steht auf Piepe. Ich weiß auch nicht, wo, will er Autos von Walker lackieren? Ja, irgendwie vier Autos von Walker sollten da lackiert werden. Okay. Ja, aber Curtis hat ihn ja eben angerufen. Scheint ja alles okay zu sein. Wir hier nicht parken, Mann, dann fahren die mich alle um. Park da rechts, wo wir geparkt haben. Oh, ich fahr hier. Oder so. Bitte, da kommt gleich ein Wagen. Jo, Eileen, du Stinksack, du stehst ja wieder. Du auch. Ja. Oh, der Name ist Eileen. Frage der Zeit, bis ich wieder umkehre. Stinksocke, jo. Und Torti, findest du die hübsch oder ist die nicht so hübsch? Was? Ist die Eileen hübsch oder nicht? Keine Ahnung. Du bist, oh. Hä? Wie, keine Ahnung. Ja, warum fragst du mich denn? Weiß nicht, weil du hübsch bist und das beurteilen kannst. Scheiße, Digga. Shit, Alter. Ich bin voll der Charmeur, ne? Ah, guck richtig. Die mal an. Check die mal ab. Eileen, dreh dich vielleicht doch so ein bisschen im Kreis. Ich will die nicht auslachen, die zerquatscht dir dein Gesicht. Den zollt dir seine Katze. Ja. Und was sagst du? Sie hat ein bisschen weniger Rot an den Augen bevorzugt, Alter. Du siehst aus, als hättest du fünfmal einer auf die Fresse gekriegt. Schlägt der Jason dich? Nein, die ist gerade in den Dreck gelandet. Hast du die geschubst, Drummer? Nein, die doch, ist Ecke. Doch, hat er. Zweimal. Gut, kriegst du nachher die Kohle für Drummer. Guter Drummer. Wow. Und seit wann bist du hier in Los Santos? Oder bist du hier geboren? Nee, ich bin hier nicht geboren. Seit Samstag. Und dann hast du schon mal dem Jason Kussikus gemacht, du? Nein, hab ich nicht. Aber du magst es ein bisschen, ne? Mit Schneeflocke oder was? Ja, mit Schneeflocke. Oh, da kommt er. Oh, oh, oh. Wer kommt? Oh, oh. Nicht, dass er mich gleich haut, weil ich seine Freundin hier anquatsche. Na, du Pimp!
Was geht ab, Schmerz? Guck mal, ich komme deine Alte. Okay. Was geht, Boss, yo? Jamatio, Boss. Okay, wir haben deine Perle beschützt, Alter. Irgend so ein Typ, Mann. Curtis ist da, die angequetscht. Curtis kenn ich nicht. Habt ihr super gemacht, Jungs. Wow. Aber Jason, Mann, die sagt, die hat gerade gefragt, weil du den Eowing kaufst, Alter. Verlobung was? Und so, Shit. Wie, was ist das für ein Typ, Alter? Ich empfehle dir den Kaugummiautomat da an der Ecke bei der Grove-Tankstelle, Mann. Ich hey, bin bewusstlos. Warum sind die mal so schüchtern, Alter? Ist so, ran an den Speck, Mann. Ran an den Speck. Alles klar, komm mal mit, Aydin. Was heißt denn hier? Komm mal mit! Oh. Dein Speck, Dein Speck. Shit, yo! Patsche, patsche! Der Typ, Alter! Besser, yo! Aber mit Kniefall, ich möchte ihn halt irgendwann in den Kopf schießen. Kracker Psycho, yo! Geh mal auf die Seite, bitte. Aileen, du musst jetzt sagen, wenn die dich fragen, ob wir zusammen sind. Sag einfach ja, Mann. Fahr doch da durch! Ich pfeif mit. Ich muss nicht aber da machen, Mann! Also im Kuhn schwimmen! Alter, das ist DJ! DJ Limo, Alter! Wie Synchronschwimmer? Ich schwimm noch gar nicht. Wir haben gleichzeitig gefuffelt. Was geht? Was geht ab, Limo? Ich schwimm nicht, hi. Schwimmst du? Was geht ab, Leroy, Mann? Ey, Limo, den Zeug hat gerade mit dir geflirtet, Alter. Was? Wer? Ich hab noch nie gehört, dass die Zeug so ein. Ich hab mit dir über das Synchronschwimmen geredet. Ja, weil du hast so hi gesagt, so. So erotisch, so, keine Ahnung, das ist komisch. Hör auf, das macht mich nervös. Willkommen, liebe Liebenden, was? Bei Sex TV. Ich fahr nur, ja, alles klar. Kennt ihr das noch? Ja, du musst übrigens dich weghammern, Alter. Und schau mal, wie viel Kohle hast du schon gemacht, Mann? Warte, muss ich dann. Aha, so. Oh, ich muss jetzt zusammenrechnen hier. Ja, mal, wo bleibt die Schutzgeld? Schutzgeld kannst du mich mal. $22.755 in 2,5 Stunden. Kannst du mir was pumpen? Ja. Wer ist da jetzt rübergehumpelt? Ey. Ruf mal bei der Polizei und beschwer dich mal über den Medex. Warum? Weil der Krüger rangeht wahrscheinlich und sich das alles aufschreibt. Der scheißt nachher den Fischer oder einen anderen Schäfter zusammen. Wer kauft einen Schäfter? Fick dich. Warum sagt man eigentlich zum Mittelfinger Stinkefinger? Wird gerade warm, was soll ich machen? Weiß ich. Sag ich eher, nein, Digga. Schnauze halten, Alter. Wenn ein V sagt, dem wird warm, machst du so. Dann machst du das hier und dann passiert das hier. Und dann gehst du dahin. Aber warum soll er sich ausziehen, wenn ihr warm ist? Ja, weil dann geht ein Post Dann auf. Zieht sie sich automatisch auch aus. Eben. Ist das so? Ja, halt, das ist den Treibhauseffekt. Ah, okay. Der Triebhauseffekt, jo. Triebhauseffekt. Okay, ich kann nicht mehr reden. Ja, Mann, wenn der Ofen warm wird, Mann, dann musst du die Pellets immer nachschieben. Wer geht Mann, für dass mich für $150 zum Shop und kauf was für Twinkle? Wie wär's, wenn du einfach an mein Auto machen, gehst, willst, hinter die Mann. Rückbank? Ja, und mein Auto hat auch voll, Mann. Aber ich darf. Hat die Hose ausgezogen, Alter. Hat er wirklich die Hose ausgezogen? Ja. Warum saufen die alle Tee? Ist das gut? Weil wir beim Tee arbeiten, Alter. Ah ja. Boah, Alter. Zoti. Hä? Hä? Ja, yeah, Schneeflocke regelt, Mann. Yeah. Wo ist der denn? Ja, mit ihr. Echt jetzt? Ja, die ist da mit eingestiegen, Mann. Da geht's jetzt ab, Mann. Jetzt geht's ab.
Alter, die wird nach oben geschafft zum Arbeiten, Alter. Wird erstmal eingeteilt, da. Natürlich, so muss das. Bist du schon über 40, Jamar? Oder bei wie vielen Touren sind die jetzt? 40, gleich bei 45. So macht er jetzt, Mann. Bam, ba, bam. Bam, ba, bam. Ah, fuck, ich muss Eltern rufen. Das fällt dir nach dem Move vom Shorty ein? Okay. Was für ein Move nicht. Vom Shorty? Oh, nee, warte, Shorty, halt die Klappe. Ja. Shorty. Ah, ja, wow. Vielleicht piekst du dich mit meinem Finger in dein Auge ein. Nee. So. Der Reese wird ja auch aber warm, oder was? Klappe. Ja, Mann. Psst, jetzt. Was machst du? Was ist los mit euch, Mann? Ja, Alter. Boah, oh, mir ist ein bisschen warm, Mann. Oh, 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 mal ein bisschen strecken. Soll ich dir mal in den Bauchmuskeln hauen? Na, so, dir gefällt dir das? Ich hau, hau mal einfach hier in die Bauchmuskeln, wo die nicht vorhanden sind. Alter, was wie stehst du? Was ist denn los? Was war das? Mach das noch mal. Oh, warte, ich beleuchte das alles, du musst das schön. Guckst du euch an. Denk, wer er ist, Alter. Oh, oh, da, schön beleuchtet. Toti, hör auf zu sabbern. Der Duft, der hier rüber schweift. Moschus, Junge, Moschus. Achso, ich weiß. Jo, Edel. Cooper, kannst du mich vielleicht kurz abholen? Jo, ich hol dich in ab. In der Impound-Garage. Alles klar. Ja. Ciao. In den Impound-Garage. Wenn ich den mal, wenn wir fertig sind, teilt Jamar das auf. Oh, tschüss, Auto. Who they be talking about drama? Bitch, I'm my mama, we gonna solve her. I'm with Mango for hanging out of the roof. Chasing the loot, never caught in the loop. Sit with the flu, cook a brick in the booth. In the moose, and in my seat, the masseuse. Throw the bitch off of the back, it's a oop. She wanna fuck the whole group, but I can't cuff her no shackles on you. We fucking, that's all that we do. Want a petite, let's eat. Ate a plate full of Miley, she geek. Hot you, she sneeze. Bitch on the knees off the skis. When I fuck, do not call me back, please. Diamonds on white like the priest. Messing my jello on sleeves. I'm dressing like I'm Japanese. The doors was closed, I kicked it open. I had to fight it with cotton load. Then in the kitchen with my eyes wide open. Woo. Need a gas mask, it's too potent. Dang. Your hoe like the fuck a pussy smoke. Man. The street that you walking on, we control it. Quality control the shit. Control it. Quality control your bitch. Control it. You might wanna hold your diss. Huh? Cause nigga, we folding shit. Rah. Walk in the spot, so many straps. Young nigga, who pole is this? Who? Now all the hot records, I'm on it. Hot. Young nigga, y'all owe me this. Yeah. RN throwing up QC. QC. We got trap stars and we on TV. TV. Buck on the system, nigga, free me. Free me. Car jumping out the chain 3D. 3D. Whipping up bricks in the TP. TP. And then the brace of J's on your street. Superstar shot in my newest bitch, super woke. Pull up that hoe, give it super throw. Bank account look like a goddamn Uber code. Keep it low, keep it, I'm hitting you. Ja, man, schön wär's. So wie am Anfang, keine Kopfschmerzen. Yeah, we coppin' whips like it's nothing to do. Nah. Pour a four on the Sprite, I don't mind, dude. We hit these hoes, then we switch a roof. I done hit everything in the city. Yeah. Quay done hit everything in the city. Yeah. Tate done hit everything in the city. Yeah. Huh. Oh, fuck, niggas hate me. Huh. I got the kids on lock. She eating kids on spot. Huh. I parked the yacht at the dock. Got a new Glock, same color parking lot. Das wäre nice. Yeah.
like me to say that shit, girl, I was goddamn hot. So we left the crib, now we in a goddamn ride. She looking goddamn fine. I wanted a bitch who was down to earth, but she want the goddamn sky. Listing my problems, got that one on my line that won't stop fucking calling. It's crazy I made her that way. Every time I see her out, I see the hate in her face. Like, why you do that? Tell her you love her, but next week you just want your space. Why you do that? Tell her you want her, but next week you do your own thing. Why you do that? I can't explain it, but just know it working for me. She tells me I hate you, I hate you, I hate you, I hate you. But how the fuck can you hate me? When I ain't this shit, would be the real thing. She know I'm the real, that'll never change. I never been the one to try to explain. Why you catch them feels, I'ma sip on this drink. It's easing my brain. I got real shit to stress about, girl, I ain't worried about shit. Remember that I tried to build you, now I ain't worried about shit. Jo, hat er ja, noch auch. Kopfschmerzen bekommen? Ey. Kein Problem, Bruder, danke. Hast du die Autos lackiert da? Hä? Ja, war der ja, von Walker da? Sechs Stück, holy shit. Ja, bin sau platt, Alter. Das glaube ich, Alter. Was ging bei euch? Immer noch mit Jamar da oben sind die am Arbeiten, ne? Aber jetzt, hört es und die stehen beim Fat Tony. Ah, okay. Da ein bisschen rumstehen, quatschen. Jo. Fahren wir dahin, oder? Jo. Da werden wir auch schon. Bist du schon Geselle? Ich bin schon ein langer Meister, mein Freund. Ach so, ja, du bist ja, du hast ja. Danke dir, Cooper. Kann ich für man. Zieht noch ein bisschen am Bein, aber schon wieder ganz gut. Ja. Die Kinder gehen mir halt schon seit mindestens 2-3 Wochen auf den Sack, weil die nichts geschissen kriegen. Also es kann doch nicht sein. Der Edel hat 6 Autos so lackiert, Alter. Jojo. Hast du 50 auf Tasche? Was hab ich? 50 auf Tasche. Nee. Okay. Platz da jetzt, komm ich. Sag mal, Cooper, wie viel braucht man eigentlich? Wie viele Touren, um Geselle 90. zu werden, Mann? Ach so, ach. Geselle. Auf Geselle musst du 28.000 Dollar machen. Okay. Weil. Hi. Pro Tour machst du 400. Rede ich falsch? 490 pro Azubi-Tour. 450. 450? Ja, irgendwie so. 450 pro Tour. Okay. Sie piepert gerade. Alter. Piepert ist richtig doll. Boah, dein Party zahlt dir den Qualen aus, ne? Ja, richtig so, Mann. Ja, so viel kann ich ja nicht schreiben. Ich bin nicht so viel. So viel Platz, Mann. So. Der Elde sieht aus wie so ein Zuhälter aus den 80ern, ne? Entweder ein Zuhälter oder so ein Trucker, ne? Oder, wie nennt sich die? Trucker oder. Boah. Ja, so ein Ledercouch-Star, Alter. Ledercouch. Ach, so ein Pornostar meinst du? Ja. Alarm! Alarm! Ja, du bist ein Pornostar, Alter. Spielplatz? Nimmst du auch Clip-Loss? Ja. Ich kenn nur einen, wo auf dem Spielplatz rumhängt, Alter. Der Stick-Loss und der Pedo. Der Stecke. Der Stecke. Ich bin richtig triggert, Mann. Ich trigger gleich im Boden rein. Der Arsch. Oh,
Warum bist du triggert? Weil die Mediziner hier nichts geschissen kriegen. Warum als ich da? Wenn die Polizisten sowas machen würden, was denkst du, was dann los wäre? Dann würden alle vor dem PD stehen mit irgendwelchen Fackeln. Ja, dann beschwer dich nur bei dem Oberarzt, bei dem Fisch, Alter. Ich glaube, wenn der das rausgeht, ich schon mehrmals dass gemacht, das interessiert ihn nicht. Ich glaube, wenn der das rausgeht, dass die Party machen gehen, Alter, und dann so einen Zibi abstellen, so einen Dings, Alter, Azubi, Mann, dann rastet der komplett aus. Sind ach, nur, die haben doch Ding. Wenn der nicht selber mitfeiern ist. Du meinst Ding? Das war der Ding, eine Junggesellenabschied war das. Keine Party. Ja, aber trotzdem muss man Ärzte Alter, auch einen Bereitschaftsdienst haben. Musst du halt Bereitschaft, musst du halt sagen, hier, ja, wir sind auf einer Feier. Also ich habe nur ja, die Dinge. Deswegen sage ich ja, das Mindeste ist halt dann zu piepern, hier, wir machen Party, aber hier sind Privatnummern, wenn irgendwas Lebensbedrohliches sein sollte, sind die Ärzte auf Bereitschaftsdienst. Ja, aber du das kannst sind nicht ja auch einen Menschen, der eine Woche im Dienst ist, allein im Krankenhaus stehen lassen, das geht halt so nie. Ja, aber die sind wohl ja auch mal Feierabend. Ja. Also wenn ich blutend irgendwo in einem Busch liege und am Verrecken bin, dann finde ich das nicht so witzig, wenn die alle feiern sind. Ja, wir mussten auch mit den Kugeln erstmal bis Tag später mitkommen. Du musst immer Messer dabei haben, dass dein Kugel selber rausschneiden kannst. Du Universal-Taschenmesser. Schweizer. Das, wo gar nicht in die Dosentasche passt, so dick, wo alles drin ist. Halt. Wasserwaage. Wasserwaage. Und so braucht man eine Wasserwaage unterwegs. Damit du gucken kannst, ob denen alles im Gleichgewicht ist. Oh. Seid ihr fertig mit Schaffe? Hast du Gemma nicht auch eingestellt? Bei Benny's? Nee, Gemma ist erst seit zwei Tagen wieder da. Wir geben doch eh ab den Laden, Alter. Ja, aber wir geben doch. Soll ich den. Alter, schau die Mann. Knappi, vielen Dank für den Restart im vierten, Bruder. Will doch jetzt jeder nacheinander gepusht hier. Ja, ich weiß, was Shorty meint. Ja, ich weiß das auch, aber... Ist halt ein bisschen hart lächerlich so, ne? Ja. Brauch grad kein Geld. Muss auf jeden Fall morgen noch mein Auto lackieren. Wie viele Autos hast du lackiert, Edel? Sechs? Sechs, ja. Hat er die sofort mitgenommen? Ja. Ja, also ja, beziehungsweise. Aber wir können ja nicht in die Tokenhalle fahren. Ja, der hat außerdem ja noch seine. Wo der ist noch, jetzt direkt bei uns um die Ecke, ne? Ja, genau. Und der hat ja noch seine alte Halle. Da hat er einen Teil reingestellt, dass die trocknen. Und vorne. Wie, wo ist Walkers denn jetzt? Die haben einen Premium Motorsport Deluxe aufgekauft. Ah, dieser Laden da rechts oder beim Waffenladen, ne? Genau, da. Ja, nice, oder? Eigentlich mal vorbeigucken, aber wir können Jamma jetzt hier nicht stehen lassen. Fuck, Alter. Du musst doch noch einmal pfeifen, dann kommen wir 30 weggeworene Affos an. Sonst Shorty, ja? 1,50 hab ich angeschossen. Wow. Nein, gut, alles gut. Ach Mann, Alter, ich hätte mein Auto verkaufen können. Gell, da hat wirklich einer angerufen. Ja, warum hast du ihn nicht verkauft? Ja, weil ich es nirgends finde. Du hast zwei Autos, ne? Ja, ich hab drei. Was? Ja, was ist mal also, mit Jammer ein Auto geben, du Pisser? Ja, ich hab Alter. Kein Problem, Alter. Kein ja, gib mir mal eins. Du kannst den Ding haben. Ich hab biete ihn das mal zum günstigen Preis an. Sagen wir mal 5.000. Ja, ich hab's für 5.000 gekauft. Kannst du für 5.000 wieder haben. Kein Problem. Bei dir brauche ich nichts verdienen. Weißt du, ich meine? Und Tyrese hat auch kein Auto, ne? Wenn ich mal 5.000 hätte, Mann.
Ja, ich schenk's dir auch, kein Problem. Hey, der hier. Therese hat kein Auto, Alter. Was war das für ein Wagen, mit dem du mich überrollt hast, Alter, du Hurenbock? Was ist jetzt mein Kuchen? Das ist meine Schrottkarawane, Mann. Edel hat eben gesagt, er verschenkt was, Alter. Oh, das ist noch eine Karawane, Mann. Schreib mal den Kalender rein, Mann. noch einen Primo. Den nehme ich gern, gib mir den. Ja, dann hab ich halt, ja, passt, dann fahr ich mit der Manches. Oh, du mit der Manches, Alter, ist gefährlich, ne? Ich kann dir das Geld auch später geben, Mann, ist kein Thema. Wenn ich ein bisschen Geld gemacht habe hier bei der Vatertät. Ja, mach dir keinen Stress an. Mann, dann gehen wir morgen oder so, gehen wir zum Frankie, ja, machen den Vertrag fit und dann passt es. Ja, optimal. Aber zurzeit habe ich nur meinen BMX, Mann. Jo. Ich will mir eh den Porsche callen. Was für ein Porsche von Frankie denn? Ja. Ja, der kostet 200.000, ne? Ja, aber das mache ich schon irgendwie. Ist ja eine Bank überfallen. Er wollte mir gerade schon Auto geben. Kaufvertrag, alles schon gemacht. Einfach so. Keine Ahnung, was das für einer war. Ein günstiges. Aber ich hatte keinen Platz mehr in der Garage. Was Problem. Naja, dann bearbeite ich schon den Penner. Ja, halt eine Freundin, die wir mal mitnehmen können. Bitte? Der hat doch eine Freundin, die wir mal. Ah ja, ich glaube, die können. Susan Day, ja? Naja, dann Susanne. Problem ist, Alter, wenn wir die mitnehmen und ich den Porsche verlange, Alter, dann weiß er sofort, wer. Weil ich habe heute schon mit dem Porsche kuschelt ein bisschen, ey. Da oh, Krieger und so. Glaube, ich bin objektophil. Eventuell. Ja, besser als Nekrophil, Mann. Erstmal bei Frau Kahn reinschreiben, wie kann man bitte so drauf sein? Leute wie am Fließband abstempeln. Was? Wo ist was? Denn. Schreib das jetzt bei dir rein, Alter. Ja, die fette, ich kürze es ab wie beim Fließband oder was ist das, ey? Was, Alter? Was willst du von mir? Was redest du denn? Ja, die Frau Kahn. Wie hat die dich bitte behandelt, Alter? Du warst gestern ja, da, wurdest operiert, Alter, dann. Ne? Holy shit, Verband wechseln und schnell rausschmeißen oder was? Hä? Kommst du jetzt da drauf, Alter? Einfach mal ein bisschen Stuck machen, Alter, bei der Alten. Aber wir haben ja auf Stress als gemacht, auf eine Frau gehen, Jamal. Du bist ja ein richtiger Held, Alter. Lass das mal so umgekehren. Du fährst so kleine Kinder, Alter. Ich fahre den Short hier zwischendurch mal, ja. Nein. Boah, und dieser Diego Esteban muss da drunter schreiben, Leute, seid mal nicht so undankbar, die Ärzte haben auch ein Recht auf ein Privatleben. Der Typ, ne? Jedes Mal, wenn ich jetzt an so einem beschissenen Spielplatz vorbeifahre, Alter, muss ich an so einen Arsch denken. Was? Was? Wo, an Arsch wolltest du denken? Was? Er fährt am Spielplatz als Maulädel. Alter, ich Alter. An einen Arsch! Was zum Teufel hört der für eine Mucke? Was ist das? Mohammed Theo! Alter Schwede. So endest du, wenn nee. Du. Guck mal, so endest du, wenn du ganz, ganz viel Kräuter sammelst, Alter. Party! Djemovic mal so wäre, Alter. Ja, immer noch gar kein Fall. Guck das Marihuana am Kuschmasch, Alter. Ich wieder da, ich muss pullern. Hi, Craig. Was geht? Hukula. Hi, Craig. Hallo! Craig, kannst du mal die Karre da noch wegbringen? Ich weiß nicht, wem die da gehört, aber die gehört wohl zu uns. Hi, die Craig. Die hast du da stehen gelassen vorhin, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist sogar meine eigene. Kannst du das gleich machen?
Ja, Schema, ich bin ja schon dabei. Wie wär's, wenn du das für eine Karre da? Das ist Craigs Auto? Ich bin gerade mit so einem Elektroauto gefahren, mit so einem Solardach, Alter. Richtig abgegangen. Das war, bevor die Schießerei war. Da sind übrigens Coppers da oben. Wo denn? Wo? Hier links oben, die kommen gleich da vorbei. Müssten eigentlich da gleich vorbeikommen, gucken wieder hier rein. Das ist glaube ich meine Karre. Guck mal, der Tyrese, wie der da steht. Das ist ein richtiger Sheriff, Alter. Der sieht von hinten aus wie so ein Holzrusse, Alter. Stellt er sich dahin als Aufpasser, Alter. Einer auf die Treppe noch als Absicherung und da oben auch noch. Wem pfeifst du da an? Sag das nicht. Boah, ja. Aber ich muss schon sagen, wir sind schon verdammt hübsche Leute, ne? Aber erst seitdem ich da bin, Alter. Ziehst du noch engere Hosen an, dann werde ich dich Sticklos nennen, Alter. Nimm dir mal ein Beispiel an Jamar. Jo, was? Da könntest du auch noch mal einpassen in die Hose. Ja, Mann. Ach, ich kann's tragen. So durchtrainierte Schenkel, wie ich hab's. So. Aus dem guck mal mein Arschbeckler. Jamar, da kannst du mal ein Beispiel nehmen. Die Fresse, also, du kannst da konkurrieren mit Salty. Kannst du mal probieren. Dreht euch mal beide zu Kürtis, und Kürtis sagt dann, wer den besseren Hintern hat. Ich glaube nicht. Einmal drehen, bitte. Salty, Alter, Salty. Guck genau jetzt hin, Alter. Ich mach das nur einmal. Also ich würde edel sagen, Mann. Oh, Alter. Holy shit, Mann. Alter. Boah. War das grober Durchfall, Alter? Ey, nicht ich noch mal hier, das ist ja ekelhaft. Der Quick hat alles vollgekutzt, Alter. Ja, eine Woche lang nicht duscht, Alter. Alter, welcher Spacken pfeift da die ganze Zeit? Spickeln. Such den, Curtis, such den, der ist da oben, irgendwo. Du Bauer, Alter. Boah, Alter, das stinkt bis hierher, ey, du Deckel. Ach, das ist... Tyrese fehlt, ne? Kann nur Tyrese sein, der die ganze Zeit pfeift. Boah. Da oben war er. Ey, Edelmann, wenn du das schon schlimm findest, dann, ne? Gibt's Schlimmeres. Ja, ich weiß. Du Dreck hier, Hurenbucke. Ey, Curtis. Ja. Machen wir jetzt mit den Lappen, die uns meinten, auf den Sack zu gehen? Wegficken. Du meinst zum Beispiel den Sticklos oder den Pedo? Mit Sticklos und dem Anaconda da. Die zahlen jetzt erstmal wöchentlich 30.000 an uns. Machen wenn die das nicht fertig machen, habe ich einen Plan. Und wenn die das machen, habe ich auch einen Plan. Abwarten. Vertraut mir. Hast du mit denen Zeugen schon geredet? Cooper hat das schon mitgeteilt. Die wollen quatschen und uns Bescheid sagen. Tyrese, halt die Fresse und ich hopp dich da runter. Erstmal hochballern.
Ist der behindert, Alter? Cops? Oh! Wer kommt denn da? Die wollen den anhalten. Kein Stress. Setzt euch davor. Jetzt, ne? Kommt gleich Verstärkung, pass auf. Er greift wieder. Tschüss, Leroy. Tschüss. Hi, mein blonder Engel. Was habt ihr vor? Haben Sie jetzt gerade wirklich das Fahrzeug eingepackt? Sieht so aus. Was für ein Fahrzeug? Das hier stand. Hast du gerade ein Fahrzeug eingepackt? Hey? Was ist hier los? Was wollen die denn? Sind ich die keine Ahnung. Hier ist doch gerade jemand reingefahren, oder? Ja, ich. Hier. Wer war das? Okay, kommen Sie mal kurz beiseite, bitte. Ja, klar. Wo ist das Fahrzeug eigentlich hin? Lieber, ich hoffe, dass du keine Panzer mehr dabei hast, Alter. Scheiße. Sag doch sowas nicht, Mann. Der ey, wo ist mein Zeug? Ich bin nicht, Alter. Scheiße, dabei. Vorsicht, weg das Sony! Was? Wieso? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Vorsicht. Mein Gott. Ich sag was einfach denn? Nur Vorsicht. Lass es einfach aua, sein. Aua, aua. Wo ist das Fahrzeug hin? Wenn die Kopf passieren. Was hat der Typ da jetzt gemacht am Auto? Wenn ich das könnte, Alter, dann würde ich das, würde ich nachts, tagsüber sogar rausfahren. Telefoniert, wo? Brettet hier rein wie ein Bekloppter, Alter, und Kopper stehen da. Ja, hat einer noch was zu trinken, was zu essen mal? Ja, ja, komm her, schauen wir mal. Erde, du Vollidiot, hier mit den Gewalt in unserem Fall, Alter. Hör auf, Faxen zu machen. Okay. Ich wollte ihn hier. Zu meiner neuen Haarfarbe, Soli. Ja, hab ich doch gestern schon gesehen. Anhalten, ist okay. Angehalten hat. Danke. Weißt du, ich glaube, wir sollten lieber aufhören, ja, unschuldige Passanten auf den Sack zu gehen und lieber die Medics anrufen. Hm. Das ist auch nicht deren Job, ne. Na, einer ist ja schon mal immerhin im Dienst. Ich glaube, der Motor läuft doch von der Karre, oder? Der Motor von der Karre läuft auch noch, ja. Ernsthaft? Nein, tut er nicht. Ja, dann... Nein, ja, dann hau mal raus. Selbst wenn, dumme Idee. Ich hab's schon letztens gemacht, das hat aber funktioniert da. Da stand der Krüger neben mir. Er macht's halt wirklich. Was denn? Keine Gedanken. Wir gucken, ob die Tür auf ist. Hm. Ich hör's nur clear. Hoppla, sagt er. Fährt noch gerade jemand für dich, Jammer? Ja. Wer ist eigentlich jetzt wer? Wer ist denn der Greif? Der Blonde. Der Wagen, der jetzt kommt, rammt den Kopfwagen. Meinst du? Dann haben wir wenigstens was zum Lachen. Mal gucken, warte. Oh. Wenn das eh, glaube ich. Ich mache mich schon mal sprungbereit, Alter. Oh. Ah, er bremst halt, er hat das Blaulicht gesehen. Ja, kannst weiterfahren, rein, komm. Ja, ramm ruhig den Wagen, ist okay. Weiter. Wenn ich mich nicht richtig täusche, ist der Track noch nicht released. So, Jungs, aber ich mach mich wieder vom Acker. Oder es ist Nightblade oder Mowgli. Oh, weil Mode, Wäsche waschen, bla. Mach so und so Wäsche auch. Ja, ich hab meine Wäsche über den Zaun geworfen. Ja, ich hab dem Freund in die Tür gelegt wie so ein vermittelter Baby. Na gut, das ist klar. Nein, Max, nicht! Ja, das ist normal, Mann, normal. Leroy, pass auf, du musst weg. Achso, Leroy, geh mal mit ihm. Vielleicht ja, ist so, ja bis morgen, Alter. Party hart und so. Ne? Ding, Alter, reib doch der Dinge dann mir. Also. Let's go. Von mir kannst du dich auch verpissen, Butler. Down. Der Terry ist halt da in meiner Hose mit seinem. Ja, warum nicht? Naja, probiere kann man es, Alter.
30 Soldi für eine Mucke, Alter. Darauf steht jemand. Alter, der Ding. Dieser Typ dahinter. Der beobachtet mich dauernd, ja. Fett Tony? Ja. Quatsch ihn nochmal auffallen. Na, quatsch den nochmal an. Vielleicht steht er auf dich. Ey, du Penner, guck mir da und an. Ja, halt die Fresse, Mensch, Mann. Wo, Alter, der hat dich Bitch genannt. Was hast du gemacht? Ja, schwere Buble. Was willst du machen, Mann? Was willst du? Gib mir den Polo-Balken in der Fresse, Mann. Halt die Schnauze. Oder ich... oder ich... Oder was, Mann? Du fickst mich, oder was? Hä? Was willst du jetzt machen? Was willst du denn? Die Leitertrippe, die kehren alle zu mir. Lass mal schnell weggehen, bitte. Sechs Schnitzel. Wir gehören nicht zu ihm. Geh mal kurz in mich, Mann. Hab ich denk schon kalt gemacht, Alter. Das boah, der hat voll Angst vor dir, ne? Ja. Die Pinguinfrau hat gepiepert. Liebe Freunde, aufgrund von organisatorischen Gründen und jüngsten Ereignissen verschieben wir unsere Einweihungsfeier. Ja, wurden wir eingeladen? Was für eine Einweihungsfeier denn? Wer heiratet denn überhaupt? Ich mach den Karate. Pack den Brot besser an, weg, Mann. Ich zum Schirm. Was für Brot? Das hier ist mein Brotmesser. Mein Freund. Machete. Junge, schneidest du damit deine Spätzle oder was? Alter, ihr müsst mich zurückhalten. Ich schneide mir deine Kopfwappe. Haltet mich zurück. Mach doch mal, ich bin der Scheiß Terminator. Du redest auf jeden Fall, der Fett Tony, Alter. Ich weiß es nicht, Mann. Luigi! Frag ihn doch mal selber einfach im Discord. Aber ich kann ihn auch mal drauf anhauen. Aber vorhin im Chat hat der Jeff geschrieben, dass er die EP diese Woche fertig macht. Vielleicht kommt's dann ja, jo. Doch, sonst wirst du überfallen. Du bringst die Kohle nicht weg, ne? Doch. Alle 15.000 bring ich weg. Wow. In 2.000 ist es wieder soweit. Wie viel Kohle krieg ich denn jetzt, Mann? Ja, die Kohle kriegst du dann, wenn wir fertig sind. Aber ich arbeite ja jetzt nicht mehr weiter, kriege ich trotzdem dann noch genauso viel, ja, wie die anderen. Ey. Wer ist denn da oben jetzt überhaupt noch? Charlie, Josie, Jason, und noch fünf andere. Robert, genau. Amar und so auch noch, ne? Amar steht vor dir. Amar. Amar ist dann noch oben, dann noch der... Paris, ich hab ne Idee, die beiden Alter. Johns sind noch da oben. Du musst... Alter, und der Abstand Red aus. Ist noch da oben. Warum heißen so viele Johnny und John? Wegen Fluch den Karibik. Das kann sein. Moment. Was macht der? Was Teufel tut der, Alter? Scheiße, der hat ihm jetzt voll die Füße. Ich glaub, den lässt mich vom Karton. Boah, ist nicht dein Ernst. Mann, da krieg ich doch schon wieder glatt aus Kotz. Mir wird Kannst schlecht. Oh, shit. Weißt du, jetzt fragt man sich... Bist du dabei am Scheißen, Alter? Warte, pass auf. Womit hat er sich gerade den Hintern abgewischt? Weil er hat kein Klopapier und kein Taschentuch dabei gehabt. Edel, Alter, fass mich bitte nicht damit an, Alter. Du hast kein Taschentuch, kein Klopapier. Pisser, geimpft, Mann. Wey, du sagst jetzt nur einen Ton, Alter. Sag der ganze Stadt, dass ich dich angeschissen hab, du Pisser.
Ey, Craig, am Kinn, da hängt noch ein bisschen was bei dir. Wisch mal weg. Oh, nee. Na, der Craig wird da kotzt, Alter. So. Pui, stinkt, Alter. Komm, wir fahren mal nach Bennys Autos reparieren und so, und dann fahren wir mal bei Walkers vorbei. Auf geht's. Wenn die überhaupt noch da sind. Hat jemand einen Platz? Nee, du kannst... Ich nehm Edel nicht mit. Oh, er kommt schon zu mir. Bei fahr meinen, glaube ich, direkt in die Halle. Nein, Scheibe! Geh vorher du schnell, bitte. Immer von vorne. Drecksau, Mutter Scheiße, Arschloch. Was ist hier schon wieder los? Willst du dein Auto nicht nur lackieren, Cooper? Ja, deswegen hatte ich den reingefahren. Soll ich machen? Jamar ruft dann. Yo, Jamar. Cooper, Benno. Kannst du nach 0 Uhr nochmal für 2 Stunden? Ja, ich denke. Okay, weil ich habe mit Dings gesprochen, nach 0 Uhr 2 Stunden und ich bin Meister. Ja, kriegen wir hin. Alles klar, Mann. Danke dir. Yo, bis später. Peace. Tschüss. Männer. Yo, gute Nacht. Haut rein, Mann. Peace. Das du wolltest nur das Vinyl haben, ne? Ja, das Camouflage-Vinyl mit Weiß oder so hatten wir das, ne? Ich glaube, das siehst du nicht wegen dem... Oh. Boah. Aber nicht in dem, ne? Buhn oder willst du Weiß haben? Mach mal ein bisschen durch. Das ist Marty jetzt. Metallic geht auch. Oh.
Das ist doch cool. Voll hübsch, yo. Würde im Bender passen, Mann. Ey, Matt ist, mach mal Matt. Der mit deinem Bender. Mit dem Warte mal, du hast noch einen Perl. Das sieht schon. Man macht das. Ja, hier. Das ist mit Eisweiß. Ich würde es nicht in Weiß machen, Mann. Und dann, wie würdest du machen? So? Dunkelgrün oder ja, dunkel. So ein richtiger, genau, so ist braun oder sowas. Ich würde es auch oder dunkelgrün hast, machen. Das sieht auch gut. Oder hast du so ein Urban Camouflage? Das sieht geil aus, Alter. Ein blaues, Mann. Digga. Weißt du noch, wo wir da bei der Autobahn uns versteckt haben, Mann, Alter? Mit so einem weißen oder mit so einem grünen kannst du dich nicht im Busch verstecken. Damit. Ja, Jason. Ja, Kupfer, wo sind die ganzen Leute? Die stehen alles geil. Voll fertig mit Karren, aber irgendwie kommen sie. Ja, können wir das nicht, Mann. Ja, die Koppers gehen uns hier auch auf den Sack. Ja, so. Wieso gehen die Cops so auf den Sack? Ja, die stehen da drüber an der Tankstelle und beobachten uns. Ja, keine sollen Schleife sie machen. Schon hier abchecken. Ihr macht Tee. Fett, ja, wir kommen, ich komme wieder gleich. Ja, wir brauchen Fahrer, wir haben hier keine Karre mehr, wir können nicht weiterarbeiten. Ja, ja. Okay. Ja, okay. So ist geil, Mann, so will ich ja, Mann, so ist nice. Lass sie so machen. Hat er denn eine Farbpistole dabei? Was wollen die Motherfucker, die Dosen stehen? Aha. Du hast nicht die tiefste Stufe beim Fahrwerk? Ey, weil der dann irgendwie, weiß ich nicht, den kmh langsamer fährt, man. Was mit dem Kennzeichen, Alter? Nicht besser das? Besser auf jeden Fall. Was war davor? Schwarz, ne? Ja, ja, sieht alles scheiße aus. Felgen? Naja, würde ich nicht. Naja, lass sie drauf. Lassen. Geilsten. Alter, die Wackelfigur vorne drin ist am geilsten. Die musste sein, Alter. Wie Jason mich angerufen hat, wo die Fahrer sind. Die haben da 5 fertige Autos stehen, keiner fährt. Ja, ich hab Charlie Bescheid gesagt, Mann, dass ich jetzt Feierabend mache. Ja, ist nur Vinyl, du kannst eigentlich fahren. Sollen wir mal gucken bei den Mokas da? Ja, lass mal hinter. Was gibt's denn bei Walkers?
Direkt hier sind die, das ist schon nice. Keiner mehr da. Wieder zu Jamar oder wohin? Auto ist schon wieder kaputt. Ach du Scheiße. Ich komme sofort wieder. Kopfschmerzen. Ich bin auch gleich wieder da, Mann. Wo seid ihr denn jetzt hingefahren, Mann? Aber hier ist doch gar nichts. Okay, bis gleich. Ja, Mann. Hm. Wir können wieder ganz nach oben gucken, was da abgeht, oder? Oder zu Jamma, keine Ahnung. Die Party, Mann, lass die mal crashen. Die Party ist schon vorbei. Fuck. Aber wir können mal zum Krankenhaus fahren, Alter. Ich brauch. Ich bin im Verband. Na denn los? Keine Ahnung. Ja, gut, wir fahren noch ins Krankenhaus, ein paar Verbände uns besorgen. Hallo? Ja, wo ist denn Jammo jetzt hin? Ich glaube, der hat Kopfschmerzen bekommen. Der hat, glaube ich, Kopfschmerzen, Mann. Ja. Ja, das kam, weil mein Bruder gerade im Zimmer war und eigentlich dachte ich, ich konnte schnell AFK gehen, da ruft der Craig an. Aber wieder back, Boys and Girls. Shorty. Craig ist hier gar nicht. Jo. Du bist aber schon zum richtigen Walkers gefahren, ne? Wieso? Ja, das Neue, was sie gekauft haben. Premium Deluxe Motorsport. Wo ist denn das? Direkt beim Benny Star, wo der Waffenshop ist, wo die immer rumballern. Ja, alles klar. Idiot. Das Maul. Ain't nothing impossible when you make time for it. It's a little bit difficult when you put your mind to it, but
Nee, mein Sticky ist nicht im Real Life, mein Bruder. Reaper, grüß dich. Hallo. Jordi. Hast du ein Defi bei? Ein Defi? Nee, Mann. Fuck. Wer ist umgefallen? Ach so, da ist einer umgefallen. Ich fahr hin, Mann. Carlos! Fahr zu Jamar, der hat Defis. Schnell den sein Auto holen, das geht glaube ich schneller, als wenn du zum Krankenhaus gehst oder so. Okay. Da, wo ich dich da im Norden hochgezogen habe, habe ich damals 2 Stück geholt, Mann. Gehen so schnell weg, die Scheißdinger. Ja, das Ding ist, dass die sehr teuer sind, ne? Ja. Aber kannst du halt direkt ein Leben mit retten, Alter. Ja, aber die sind halt extrem teuer. Guck mal, wenn da vorne jemand liegt, du hilfst dem, Alter, und du gibst halt die Kohle aus, ne? Ja, das stimmt halt schon, mega Mann. Mega teuer, Mann. Aber nicht schlecht, dass sie den Scheiß hier gekauft haben. Ja, auf jeden Fall viel besser hier in der Stadt drin, Mann. Passend auf jeden Fall, ne? Die verkaufen ja auch richtig teure. Hast du einen Defi bei? Ja. Ja, dann ruf einer mal den Links an. Den, Carlos. Ja. Hat sich erledigt, Craig so, ist hier, der hat einen. Erstmal die Brust okay, hier rasieren. Alter, warum hast du denn Teletubby-Tattoo auf der Brust? Wie geht denn mit dir, Mann? Hat er sich so bestimmt in der Bundeswehr hier bei der Army stechen lassen. Einen an den Pips. Werte verloren bestimmt. Dann auf höchste Leistung und dann, glaub, den Knopf hier, ne? Oh, holy shit, Mann. Patsche, patsche. Wow, Alter, warum habe ich jetzt eine Morgenlatte? Oh shit, Mann. Ja, Gemmo, brauchst du ein Pflaster oder so? Anstechen? Geh weg mit deinem Anstechen mit deiner Morgenlatte, Alter. Hast du bekommen? Okay. Es ist nur passiert, weil ihr auf dem Parkplatz hier geparkt habt. Böse, böse. Instant Karma. Instant Karma, ja, Alter. Machen Curtis da schon wieder. Banaliert schon wieder. Jungs, könnt ihr mich aber nach Hause fahren, Alter? Ich bin jetzt geschöpft dadurch, Alter. Wieso nicht so krank hinaus? Ja, komm, fahr mal den kurz nach Hause. Fahr mit Krankenhaus kurz und dann schon Jamma wieder oder nach oben. Okay. Oh. Taui!
spin on my wrist, little nigga. Breaking that pot and that dope gon' trip. I love a tip for your bitch, my nigga. I fuck her mouth, her throat got big. Pull up and hop out the car. Bestimmt, ja. Fuck on the bitch, she a star. Drill. Buy it and fuck with the cost. Drill. Try it and get knocked off. They gon' eat the dab up jaws. Never shop, crib came with them all. Free my nigga dead behind the wall. Ain't gon' stop till they free my niggas all. I can make a move with cigar. No dribble, I ball. Then roll up a babble with cookie as fat as a log. Then hop in the frog. I'ma gon' pop my shit. I'ma pull up at six. Number one first draft pick. Coop, it came with the kit. Real niggas all around me. Lot of pussy niggas still exist. Trigger right under my trench. Thought of bitches on my bench. Cookie pack can't dance. Pop shit, pop shit, pop shit, pop shit, pop shit, pop shit, pop shit. Hey, Mr. Trudolph, wie geht es Ihnen? Pop shit, pop shit, pop shit, pop shit, pop shit, pop. Pop shit, 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 pop. Pop shit, pop, pop, pop shit, pop shit, pop shit, pop shit, pop shit, pop. I'ma gon' pop my shit. Hold on, let me talk my shit. Tell her don't look my way. Nigga, I buy your bitch. No wings attached. You don't get fly like this. No strings attached. I'ma pop my shit. Don't be poppin', get caught with the shot off. Pop. Whippin' cocaine, cookin' product. Cool. Break down the dope like a sawdust. Break down. Loop with the grind, I'm bout us. Look. Cash the bitches. Cash. But I don't fetch the bitches. No. Catch your bitch. Catch. I ain't hit her, I was thinking about your feelings. You go. I'ma glide on your bitch, do you hear me? Shoot on the Benji Pop Willis. Och nee. We ain't gotta talk about Opa, glaubst du ihn? We ain't gotta talk about the gremlins. Was hat der gemacht? Nix, Kopfschmerzen gekriegt und er war wahrscheinlich nicht angeschnallt, Mann. Alles klar, super. Oh Mann. Da kommt jetzt einer. Kommt einer? Okay, ja. Dann rufe ich Craig an. Gehört, dass er Kopfschmerzen bekommen und er war nicht angeschnallt? Ja. Armer Jammo, Alter, fuck. Yo, Craig? Oh, ich glaube, der. Okay. Was ist los, Schneeflocke? Wir sind bei der Grove gegenüber vom Kleiderladen, aber Medic kommt jetzt, ist gerade einer da. Also, Tyrese, ist sicher, dass der kommt? Ja, gesagt, er kommt. Gesagt hat er, dass er kommt. Okay. Alter, fahren da gerade zwei in Roller rennen und rammen sich dabei? Alles klar, Mann. Bis gleich. Ciao. Die geben sich, glaube ich, echt Race in den Rollers, Alter. Hast du gut gemacht. Der war er wahrscheinlich nicht angeschnallt, Mann. Da lacht er nur, da lacht er nur. Kein Scheiß jetzt, Alter. Kein Scheiß, Mann. Aber hört ihr den Tool-Wagen? Ja. Kommt jemand? Ja, ich hab mal angerufen. Hallo. Hallo, Marco. Hey. Ach, Paddy. Ich bin los? Kurz am Dings. Ich habe eine Verletzung am Arm. Ich konnte nicht richtig lenken. Okay. Und dann bin ich hier gegengefahren, Alter. Und der ist aus dem Auto. Okay, das machen wir schon. Mit dem Kopf auf den Dings geknallt. Ich habe auch eine Verletzung. Die gucken wir uns nachher an. Ich kümmere mich mal um ihn hier. Wie ist denn der Name? Wer liegt da vor das mir? Das ist der Jamo Brixton. Herr Brixton? Kannst du mich hören? Brixton mit B. Expand? Das B steht für Gewalt. Oh, okay. Okay, ja. Beim PlayStation zocken. Baby Paddy, Mann. Okay, jetzt wird's hier. Oh Gott. Okay. Wo ist es da? Atmung ist da.
Das Ding ist, wir haben den Guard schon geholfen mit einem Defi. Okay. Wir sind nochmal umgekippt. Wir sind angeschlagen. Okay. Wo ist eigentlich mein Auto? Schmerzreflex. Da aus. Oh. So. Ei. Oh, pass auf, da könnte eine Morgenlatte haben, Alter. Das ist das kleinste Übel. Oh, das war nicht so geplant, es tut mir leid. Das war die Aussage, war so nicht geplant. Mein Fehler, tut mir leid. Oh, da wacht man auf, du, oder? Hat man bitte nicht übel nehmen. So. Richfield, mein Name. Herr Brixton. Ja, hallo. Brixton. So, nicht Brixton. Ja, Brixton. Brixton. Genau. Oh, geben Sie einen Moment. Bauen Sie 100 Medical Center Richfield am Apparat. Holy shit! Oh nein, lass mich in Ruhe damit! Weißt ich hab nichts nicht. Gemacht! Ich hab nichts gemacht! Geh weg! Ein Katze! Geh weg! Oder was? Yes? Immer arbeiten, Junge! Wir sind jetzt fertig. Hast du die Meister? Und die Kleine, wie heißt die Nummer? Eileen. Eileen? Hat die jetzt Eyeliner und Eileiter? Die hat so starke Kopfschmerzen bekommen, dass sie. Okay, ciao. Im Bett geblieben ist. Okay. Oh, war ohne Schmierung oder was? Hm? Ja. Ohne Schmierung? Oh, ich bin davor. In Behandlung. Ich kann gerade nichts tun. Wo ist der? Ist Jamar Meister? Nee, oder? Nee. Ich denke mal noch so eine Aktion, dann ist er durch. Ja, ciao. Oh Gott, ey, noch so. So. Also, tut mir leid, Herr Brixton. Ja, geht schon. Das Handy läutet, heute ist ja oft sehr viel. Okay, dann machen wir es so. Geht's mit dem Aufstehen? Ja, krieg ich schon hin, ja. Okay, dann steigen wir kurz in die RTW ein und dann gucken wir uns das genauer an. Auch wenn ich ein bisschen problematisch parke, aber das sollte schon passen. Das passt schon. Geht's mit dem Gehen? Oder wollen Sie sich abstürzen? Ja, geht schon. Okay. Geht schon. Ja. Sorry. Ihr Ziegel in der Hubenbocke. Kannst du mir was kopieren? Fick dich. Such dir einen anderen Drucker. Mann. Mann, Schuldi, jetzt einmal nicht so, Alter. Mein Papier ist leer. Ja, du kannst Sachen ausdrucken, Mann. Guck auf seinen Pulli. Geht doch. Ich will nicht wissen, wo das rauskommt, Shorty, Alter. Du Kopierer. Also, wir haben ungefähr 65 Touren gefahren für. Macht ihr heute noch weiter? Je nachdem, ne? Ja, waren ja keine richtigen 65 Touren, ne? Wenn ihr da immer nur mit 125 hin und her guckt. Ja, wir haben es ja am Ende noch Dings. Also es müssten auf jeden Fall so 30, 35, 40.000 zusammengekommen sein. Ja, aber die Hälfte wird er wohl geschafft haben. Ja, gehe ich von aus. Bezweifle ich. Also nach so einer Aktion ist Amar Meister geworden mit 1200 Kilometern. Ja, da bin ich ja noch besser dran mit. Wie viel hatte ich? 900 oder so? 800 oder 900. Aber bei dir sind wir auch nur Unreines gefahren mit 10 Mann. Ach ja, das bringt ja noch mehr, ne? Ja. Naja, wisst ihr ja, was ihr heute Nacht zu tun habt. Guck mal, wie war das heute Mittag von dir? Nach Durcharbeiten brauchst du wieder 25.000? Mhm. Aber bestimmt nicht beim Unreinen, Alter. Was ist los, Mann? Machst du 250 weniger pro Tour, aber dafür hilfst du Jamar. Ich würde es besser finden, wenn wir erstmal alle Lehrlinge zum Gesellen bekommen würden. Aber arbeiten ja noch nicht so viele von euch da. Ah, erstmal Jamar. Wenn Jamar Meister ist, bringt das halt auch was, weil der viel arbeitet. Ja. Aber Carlos hochpushen,
Ach, der arbeitet doch eh nie, Alter. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wieder richtig zu arbeiten, Mann. Glaub mir, ich hab auch keinen Bock. Aber das ging eigentlich heute. Ich bin nur hin und her gefahren, von daher war das okay für mich. Okay. Muss ja so gesehen, muss ja mal so sehen, wenn du Meister bist und dir sagst, yo, heute brauche ich 5000, das sind ja nur 5 Touren. Musst ja nicht auf Krampf irgendwie immer jeden Tag da deine 20 Touren wegballern oder so. Ich hab Hunger. Ja, wollen wir. Achso. Der muss so. Ne, ist dein Auto jetzt echt voll? Es geht, man. Oh, fuck. Aber du fickst dich, du Ficker. Tut mir leid, man, yo. Schau dich weg, Alter. Scheiße, yo. 5 dann auf Carlos, Mann. Perna. Immer hau da mich. Hey. Hurenbock. Und geht dein Boxen denn mal los, Carlos? Keine Ahnung. Geht los, wenn's losgeht. Nervt da nicht mehr. Perdi, der Carlos hat mich nochmal gehauen gerade. Der hat mir eine kalte Salbe drauf gemacht, ey. Da geht voll ja, auf die Nippel. Perdi, ich brauch ein Taschenpflaster. Sag mal, weswegen hast du da überhaupt ein Teletubby-Tattoo auf der Brust, Mann? Ich hab ne Wette verloren. Ehrenmann. Ja. Wettschulden sind Ehrenschulden. Eigentlich meine Käppi, hat einer meine Käppi gesehen? Den wie gerade weggeflogen. Liegt bestimmt noch im Auto irgendwo, oder? Geht in die Karre, ich geh mal meine Käppi holen. So, ich würde sagen, wir gehen uns jetzt dann gleich alle umziehen und wenn Jamar die Kohle vom Konto holt und die verteilen will, dann... Zack! Hey Jason, gib mir mal deine Nummer. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich werde die demnächst mal brauchen. Ja. Wer? Jason, voll der Privatarzt mit seinen ganzen Defis, Alter. 069? 069, ja. 39? 33? 58. Carlos, was bist du denn heute so still, Alter? Wie deine auch noch? Bisschen Kopf. Ja, Moment. 069. Hat er denn nicht zum Moment, Mann? 069? 288. 288? 619. 619, alles klar. Perfekt. Dorti, der Medizinmann hat gesagt, du sollst mir nachher nur die Schulter massieren. Haha, von wegen. Die Salty ist da, die macht es dir, Mann. Ehrlich, ich frag ihn doch. Und morgen früh sollst du mir Frühstück machen, hat der auch gesagt. Ist ganz wichtig. Frühstück ist kein Problem, Mann. Da gehe ich hier
Ja, Shorty ist morgen dran mit Brötchen holen. Was, Mann. Aber ist Curtis gerade noch wegen Kodin am Verhandeln oder warum dauert das so lange? Ne, ich glaube, Verband musste wechseln. Ah ja, stimmt. War ja so klack weg. Hallo? Hallo. Ich wollte gerade 100 Defis ordern, Alter, für 20.000. Und was sagt der Paddy? Der überlegt sich das. Kostet ein Defi? 550 eigentlich, aber ich will 200 zahlen. Große Bestellung. Wo willst du die bunkern? In irgendeinen Shorty-Car. In den Slam-Van oder so. Dinge kann man immer gebrauchen. Gehört sozusagen zum Standard-Inventar, Alter. Zwei Erste-Hilfe-Dinger und zwei Defis oder so. Oh, Craig hat seine Taschenbong dabei gehabt. Die Donkey-Bong. Die gute alte Donkey-Bong. Paddy! Hast du noch ein bisschen Salbe übrig, Mann? Die anderen drücken immer hier ihre Schultern mir rein. Die nutzen es voll aus, dass ich kleiner bin. Ich wollte eh gerade fragen, ob noch wer was braucht. Ja, ich gleich auch nochmal, Mann. Oh. Ja, okay, dann auch gleich mitkommen. Was für Weicheier. Ich geh mir mal dann meine hart verdiente Cola abholen, ne? Mach das. Ach, heute ist echt. Hey, Jason! Ja? Sag Jamar. Ja, warte mal, ich werde die Leute überreden, dass wenn die fertig sind, ne, mit Jamar pushen, dass alle Karren, Alter, zum reinen Verarbeiter kommen. Ja, wenn Meisterkarren. Du Meister, Gesellenkarren, alle, scheißegal. Achso, ja, Gesellenkarren, ja. Dann haben wir da heute Nacht Karren ohne Ende, Mann. Wenn du ja, heute sollen die nach 12 dann dahin fahren, aber. Ja, klar, mal gucken, ob wir jetzt Jamar noch weiter pushen oder nicht. Und dann machen wir das schon klar. Sagst Jamar, das Geld, was ich an Anteil bekomme für Fahren heute und so, da soll er dir einfach geben. Rechnest du von den Schulden? Soll er mir geben. Alles klar, mach ich. Und nichts mit Schulden abrechnen, gut, Mann, einfach gleich. So. Dass sie mir schenken können. Wieso schenken? Der Jason kriegt doch noch Kohle von mir. Das war egal, Mann. Ich löffel den Shorty, Alter, voll arrogant. Er ist auch arrogant, der Pisser. Hast du jetzt auch, Shorty? Ja, ich denke, ich gehe dann auch, Mann. Ja, da kannst du ja Jimmo mitnehmen. Ja. Muss mir noch meine Schulter massieren. Hat der Medic gesagt. Ja, das mache ich auch. Ja, könnt euch ja gegenseitig massieren. Keine Ahnung, ich habe ja nicht so viel gearbeitet, deswegen soll Jason sich das Geld einfach einstecken und das verrechnen. So, jetzt haben wir alle durch. Passt alles? Alles super. Ich denke schon, okay. Mann. Okay, soll was sein, ich bin noch ein bisschen in Dienst. Ruf da an, okay? Ja, perfekt. Okay, alles klar. Okay. Hau da rein. Bis dann. Ciao. Weißt du, wer deinen Rücken massieren kann, Mann? Ich hab meiner Couch. Nee, auf meiner Couch, da kommen manchmal ein paar Ratten unten rein, Mann. Wenn die sich bewegen, dann bewegt sich die Couch mit, Mann. Ja, davon hab ich immer so komische Träume, Alter. Was denn? Ja, der hat da gefragt wegen Rücken massieren. Soll er sich auf meine Couch legen? Da sind manchmal ein paar Ratten drin, die massieren den, Alter, wenn die da drin rumrennen. Du kannst dir auch diese Kugeln für den Popo leihen bei den Sticklos.
Kannst dich darauf rumrollen. Ja, Cooper, ruf mal deinen Bruder an, Mann. Aber du der kannst Palibus ja nicht mal anrufen und fragen, wie lange der braucht, um das zu klären, der Hurenbock. Weil die Uhr tickt, Alter. High Noon, Bitch. High Noon. High Noon? Also nie? Die Gesprächspartner ist leider nicht zu erreichen. Aber klar. Liegt gerade unter der Sonnenbank mit dem Pedro an der Kanda. Alter, stimmt, morgen liegt Denver ja schon auf, ne? Ja. Oh, Jim, was sollen wir dann, Mann? Ja, Mann. Okay, Jungs, haut da rein. Jolly, haut rein. Haut da viel Spaß beim Massieren, Jungs, Mann. Jo. Schau, die macht das schon. Ich verpiss mich auch nach oben, Alter. Peace. Peace. Ich muss da nämlich was holen gehen noch. Meine Luftpumpe, Alter. Weil die werden wir brauchen. Was labert der? Wo fährt der denn jetzt hin? Zu seinem Trailer die Shotgun holen. Achso. Heute noch irgendwas geplant oder was? Weiß nicht, ob er die für heute braucht oder für generell. Hört mich eher so an, dass er da pennen geht, oder? Hab ich jetzt auch gedacht, Mann. Ich fahr mal zum Jamar, gucken, was die da machen. Ich geh nachher, Leute, Mann. Ich will schon. Hallo, hau rein, peace. Schlaf gut, ich komme zu. Schau mal bei dir ein, guck mal. Jo. Kopfschmerzen. Jo. Kacke, ne? Hey, das Jahr war fast so wie GTA Live-Zeiten, Vanilla Unicorn Kopfschmerzen. Maschine da gepostet. Yo, Therese, komm! Hm.
Yeah. Do anybody know a hunch on me? Leader of the team. When the hunch come in town, we run all the lights. Yo, Craig. Wo seid ihr denn? Ah, der hat direkt beim Unicorn Kopfschmerzen bekommen, der Terry's. Okay, und wo soll Jamar sein? Weil beim Händler war auch keiner. Keiner beim Fat Tony? Nee. Sag Jason mal, wo die rumstehen. Ja, alles klar, raus. Alles klar. Hukulu. Phil, danke für den Sub, Bruder. Komm, die ganzen Verdrückten, Alter. Curtis, danke für den Host, Brudi. Frage ist jetzt, kommt Tyrese noch vor 12 oder fahr ich schon zur Garage, Alter? Hör den da gleich ab. Carlos onaniert da hinten noch in seiner Karre. Hier, Pissermann. Grüß euch alle. Wir können gleich noch ein bisschen arbeiten gehen hier. Ich weiß gar nicht, ob Jamal noch was machen wollte. Aber sonst gehe ich reines fahren. Flag GC, vielen Dank für dein Sub, Bruder. Kuss auf deine Augen. Mieser Triebtäter, yo. Ja. Komm schon, Uhr, Schlag 0. Raindrop, drop top, drop top, smoking, no cooking, the hot pot, cooking, fucking on your bitch, yeah, that, 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 cooking up dope in the crock pot, pot, we can't. Holy fucking shit, man. Will haut raus oder was? Vielen Dank für den Gifted Sub für leider traurig, man.
Jo, Jamo. Props am Film, Mann. Wieso haut er hier ganze Zeit raus, oder was? Viel übertriebener, kranker Typ, Mann. Auf jeden Fall, Mann, eine richtig edle Aktion. Ehrenmann der Filler. Nochmal vielen Dank, dass du Algani 77 einen Sub geschenkt hast. Fuck. Danke, Mann. Sind die jetzt alle? Ja, Cooper? Wo seid denn ihr gerade? Am Kino. Kino? 3300 kannst du dann von den 17.000 abrechnen. Ja. Aber ich krieg gleich noch erst die Kohle. Ich hab mal ja. Der ist auch am Kino? Ja. Alles gleich, fahr mal hin, weil ich glaub, ich weiß wo. Was, wo? Ja, zum Kino doch, oder nicht? Ja, ja klar. Neben dem Kräuterhändler, oder? Das Kino. Ja, ja. Kennst du doch. Okay, bis gleich. Ciao. Bis gleich. Hola, vielen Dank für deinen Sub. Grüße gehen raus an dich, Alter. Gönn dir den schönen Double Cup. Gefüllt mit der wunderschönen Dirty Sprite. Diese Phil, dich geile verrückt, Lackierung, Alter. Geile dich, Lackierung. Dich verrückt, Alter. Vielen Dank für den geschenkten Sub an Racing Team Oberwiese. Fuck, Mann. Mann. Wieder auch. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Also, wie viel schulde ich dir dann noch? Cool, geile Lackierung. Ja, ne, haben wir eben drauf. Du hast ein Pflaster. Nee. Ja, vielleicht hinten in deinem Rückbank, guck mal. Nee, 13.700 sind das dann noch. Also, danke, Mann. Aber wenn du mir 3.700 geben willst, dann sind wir bei 10.000. 10.000 schulde ich dir dann noch? Nee, 13.700, aber wenn du mir noch 3.700 geben willst, dann sind wir bei 10.000. Nee, will ich dir nicht geben. Dann sind es 13.700. Dann schulde ich dir ja gar nicht mehr so viel, du Pisser. Ja eben, 13.700 nur noch.
Da mach mal nicht immer so viel Stress, Alter. Kleiner Pisser. Ja, ich hab grad mal 7000 auf dem Konto. Boah. Ich guck mal, ich guck jetzt mal, was ich drauf hab. Warte mal. 5 Dollar Taschengeld. So. Alter! Wie verwirrend ist das denn? Wieso bumst der Typ nen... Siehst du das jetzt erst, Kuba? Oh mein Gott! Du musst dir mal ins Gesicht angucken, Kuba. Der lächelt. Ist Tio oder der das? Typ? Ach, Alter, du Scheiße! Gottes Willen! Und das ist das Geballer im Kino drin, ne? Ich hab 3.900 Dollar auf dem Konto. Wie viel? 3.900 Millionen Dollar? Oh, soll ich mal sagen, wie viel Dollar ich habe? Ist mir egal, ich hab noch 40.000 Schulden bei Steven, 25 bei Craig und 13.7 bei... Ja, sieh zu, dass du deine Scheiß... Dein Scheiß Jason endlich verkaufst. Und dann... Wo ist Sonntag krieg ich noch 1,5. Ja, Mann. Komm, Sonntag, sagen, ich geb dir ein bisschen was, warte. 61.000, hier. Damit du auch mal was bekommst, wenn ich hier mal Geld verteile. Oh. Ist immer ein Dollar. Quatsch, gibt schon ein bisschen mehr, Alter, übertreib mal nicht. Wow, danke. Das sind die Zinsen, Alter, nur. Was ist denn hier los, ihr Pisser, Alter? Mal. Rex, vielen Dank für deinen Sub, holy shit. Gönn dir den schönen Dirty Sprite Job. Minas Mogul, Herr der Ringe Fan hier. Auch dir, vielen Dank für den Sub. Das war aber wirklich ein Last Minute Ticket, das ging ernst. 0 Uhr nachts, Alter, die lassen hier aus. Um wegzufliegen. Ja, vielleicht macht er hier bei dem Film, bei dem dritten Teil mit. Als was? Als Brillenbär oder was? Das kannst du aussuchen. Nein, du siehst doch mal, da spielen Tiere mit. Im dritten Teil spielt Anaconda auch mit. Ach du lieber Gott. Jesus Maria, hör auf Jamar jetzt. Und Anaconda, okay. Hm. Das erzähl mal Jamar. Falls er hier wieder auftaucht. Wenn er wieder mal kommt. So, ihr wollt sicherlich alle den Film gucken, wo der Typ das Tierchen von hinten nimmt, ne? Macht $500 Eintritt für jeden. Ich hätte gern zweimal die Tickets für Capolavoro. Okay, da hast du Glück, das ist halt im Angebot für $20. Und du kriegst sogar einen Sprung umsonst dabei. Ich hab kein Geld dabei. Kann dir nur Hustenbonbons anbieten. Sieht auch nicht wirklich glücklich aus. Das hat aber so ein kleines Grinsen. So ein Smile. Du trampelst mir gerade auf dem Gesicht rum. Panda Bear, okay. Das sieht so komisch aus. Schon mal seine Hand auf. Wow. Ja, du Arsch! Die Hand über die Brüste. Das weiß ich nicht, Mann. Der genießt das, Alter, bestimmt. Wo ist schon mal jetzt, verdammte Hacke? Wollt ihr die Wirbel einbringen, Charlie? Ja, ja. Ich hab dir auch nicht ins Essen gespuckt heute Mittag, ne? Das hab ich noch gar nicht abgeholt, Alter. Oh, jetzt steht noch kalt. Ja, das hau ich in den Mikrowelle. Wo ich auch meine T-Shirts drin trockne und so, Mann. Und deine Katze? Hab ich nicht. Ah, okay. Nicht mehr. Das ist die Katze, die jetzt da draußen, nachts draußen rumrennt und schreit wie so eine Bekloppte. Jetzt ruhig. Es gibt Schlimmeres, Mann. Hättest du doch Rewi geben können. Was denn? Rewi hat doch schon 218 Katzen. Wie viel? Eine weniger. 218. Mehr schaltet auch nicht. Was meinst du, warum der nie kalt ist? Aber dafür sieht Jasons Couch aus wie so ein... Kennst du diese Kleberollen, um Pullover und sowas sauber ja, zu machen? Ja, auf jeden, Alter. So ungefähr sieht das aus, hat nur voll mit Haaren. Widerlich. Deshalb pennt er auch nicht mehr bei Jason. Die Jacke kriegst du nie wieder sauber. Da müssen wir mal gucken, ob die Eileen demnächst auch ganz viele Katzenhaare auf ihren Klamotten hat, Alter. Dann wissen wir, wo sie pennt. Du meinst, ob sie ihre Katze streichen lässt von Jason?
Und sie die Pussy streicheln lässt, genau. Also, das hast du gesagt. Ja, aber Katzen. Als Revi bei ihm wohnt hat, habe ich auch gefragt, ob er die Katze streichen darf. Ich frage mich, ob er ihre Pussy zum Schnurren bringt, ne? Naja, wahrscheinlich sitzt er wie ein Bär vor der Höhle und brummt. Können wir jetzt mal die Tiere da rausschauen? Das ist ja ekelhaft. Mann. Ja, Tiere haben auch Gefühle. Ja? Ist das so? Sagen Sie. Also wenn ich mir so den Panda da angucke, ja, Mann. Also der andere grinst eigentlich, wenn man da genauer hinguckt. Ja, ich weiß nicht, dass das irgendwie so, dass das so ein gezwungenes Grinsen irgendwie, finde ich. Gezwungenes. Da ist sogar so ein Triebtäter, der das überfliegt, Alter, und sich auch ein bisschen gönnt. Das ist doch der Greif, oder? Der Greif, Alter, ja. Overwatch. Scheiße, Alter. Ich spiel das auch mit. Aber hier läuft was Blutiges, ne? Naja, ich weiß nicht, wie gut das sein soll. Das sieht für mich aus wie ein Badewanne mit Patsche. Ey, viel besser finde ich den Morningwood. Wollen wir uns da drüben nicht so ein Bitch-Trunk gönnen? Bitch-Trunk. Da drüben. Ach, da hinten. Morgenlatte. Heißt die Gegend nicht auch Morningwood? Ja. Echt so? Ja. Wow. Tatsächlich, das Kino steht da in Morningwood. Ist da auch ein Tier drauf oder was ist das? Was ist denn das? Das ist ein Doggy. Mit einer Brille. Haha. Da heißt man, die haben's mit ihren Tieren. Ja, ne? Und guck mal, da hängt schon wieder das komische Plakat von da drüben. Was ist das? Ist hier irgendwie ein Kino? Und hier auch ein Kino halt? Naja, ich meine, das Ding heißt Morningwood. Bitte. Was ist das denn? Guck mal hier. Wer guckt sich denn sowas Krankes an? Wow. Schande, Alter. Dachte eben noch, es geht nicht es schlimmer. Es geht nicht schlimmer, aber es geht schlimmer. Geht immer wieder schlimmer. Ach du Scheiße. Verbotene Früchte. Fuck. Ja, widerlich. Was soll man dazu noch sagen, Mann? Hier laufen anscheinend ganz schön viele gestalte Menschen rum, Mann, die sich so eine Scheiße angucken, Craig. Ja, hier wird's auch nicht besser. Noch mehr Scheiße? Wobei, das geht ja noch. Na, das ist ja noch in Ordnung. Hat das Salty mitgespielt? Ist das so ein Patsche-Patsche-Film? Stimmt. Können wir sie ja morgen mal fragen. Aber den hier ist krank. Habt ihr schon gesehen, wie angewidert der Tiger hier guckt? Was für ein Tiger? Oder Löwe, guck doch mal da oben. Mit der Schildkröte. Alter, der nimmt ja auch noch eine Schildkröte. Das ist bestimmt eine Schnappschildkröte. Knipp, schnapp, pips ab. Aber der Löwe, der guckt echt interessiert darüber. Der denkt sich auch so, what? What? Und da drüben wird's auch nicht besser, Mann. Wo ist drüben? Na, da drüben auf der anderen Seite sind auch Plakate. Oh, hast du den jetzt nicht gezeigt? Und da wundern die sich, dass so kranke Menschen in der Stadt rumrennen.
I married my dad. Ja, räudige Hündin, ich weiß. Ja. Ihr seid euch schon sicher, dass Jamar euch nicht verarscht und einfach schon schlafen gegangen ist? Ich hoffe es jedenfalls. Ich hoffe auch. Er soll jetzt mal langsam hier... Guck mal, da gibt's einen Patsche-Patsche-Film. Ein Patsche-Patsche-Film. Patsche-Patsche-Film. Patsche-Patsche?